Willkommen zu Dave the Diver, Part 3. Wir befinden uns am Donnerstag. Ich bin so extrem angetan von dem Game und freue mich sehr, es mit euch zu spielen. Und heute ist wieder mein Live-Chat mit dabei. Sagt gerne einmal Hallo auf www.twitch.tv/live. Die grüßen euch auch. Über Daumen nach oben, Abo und Kommentare würde ich mich wie immer sehr freuen. In diesem Video ist jetzt kein Kommentar, weil ich habe vor 10 Stunden erst Dave the Diver Part 2 gespielt und spiele jetzt den dritten, weil ich süchtig bin. Und wie schon in der letzten Folge gesagt, kriegen wir jetzt den Taucheranschuh. Wir werden quasi unten in die Stadt das erste Mal reingehen. Wir wollen unseren Taucheranzug verbessern und werden dann einmal weiterspielen. So, hier haben wir einmal, hier ist der spezielle Taucheranschuh. Mit dem kannst du verschiedene Objekte im Wasser aufnehmen. Warum probierst du es nicht gleich und spring ins Wasser? Genau, so sind wir stehen geblieben. Perfekt. Irgendetwas wollten wir tun. Genau, die Seeengel wollten wir noch sammeln. Die können wir jetzt auch sammeln mit einem Fangnetz. Und ansonsten kann ich, glaube ich, gerade auch nichts pimpen, weil die wollen, dass ich ins Wasser jumpe. Let's go! Woohoo! Und plupp. In die Tiefe hinab, Rippenqualle. Eine farblose, durchsichtige, leuchtende Qualle. Ja, das fühle ich. So. Muss ich wieder Delfine retten? Bei Objekten, die man aufnehmen kann, erscheint eine Schaltfläche. Nimm dir einmal Felsen von dieser diesem Felshaufen da drüben vor. Das Holz ist schwach. Sollte leicht durchzubrechen sein. Okay. Ah, hier. Ach, was. Ah, das. Ah. Deswegen lagen da überall die Steine rum. Ja, mega. Okay, bam. Geil. Wow, sehr gut. Begeben wir uns nun hinab. Wie cool. Ist es jetzt eine Abkürzung? Oh, was ist das denn? Geh durch die Öffnung. Ah, jetzt können wir das machen. Die Strömung ist stark. Schnapp dir diesen Anker, sodass ich dich nicht, mitreißt. Ach, geil. Ach, das ist ja cool. Gut, du kannst Objekte wie zum Beispiel diesen Anker greifen. Nice. Ey, richtig cool. So, da hinten ist etwas Glänzendes. Greife den Pfahl und ziehe ihn raus. Okay, sehr nice. Aber erdrückt mich das da nicht? Okay, doch nicht. Sehr gut gemacht. Und was liegt da jetzt? Ah. Keine so tolle Belohnung. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Geisterskill, aber wirklich, erweitert Bildschirm. Bin ich durchsichtig? Ach stimmt, ich bin durchsichtig, ne? Mir fällt doch gerade ein, dass ich die Kamera nochmal in die richtige Richtung packen muss. Ja, ich bin heute ein bisschen durchsichtig. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es sieht so aus, als wäre Dr. Baker nach seiner Erklärung schon wieder abrupt verschwunden. Jedenfalls sehen diese Taucheranschuhe so aus, als könnten sie sich als sehr nützlich erweisen. Ich habe gehört, dass das Seevolk auf dich wartet. Genau, und die Seeigel und ganz viel anderes auch. Dann lasst uns mal gucken. Kann ich hier schon was pimpen? Was wollten wir denn pimpen? Die Tiefe mussten wir pimpen, gell? Das war, glaube ich, das, was wir machen wollten. So. Alles andere geht nicht. Hier können wir auch nichts machen. Dann, genau, wir müssen echt alle Waffenkisten immer schön öffnen. Die Sachen liken wir. Yes. Oh. Banshee-Sushi hat schon ganz schön viele Likes. Versteht ihr denn? Himmel, es wurde veröffentlicht und sie haben gute Sachen gesagt. Das Meer hat so viele Geheimnisse. Es war unglaublich witzig. Kann ich auch auf deren Profil klupschen? Nee. So ein bisschen stalky-stalky. Okay, dann gehen wir mal runter. Ich habe das T-Shirt von deinem Partner. Was? Ist das T-Shirt? Nein. Das habe ich mir gekauft. Sieht es so aus? Das fühlt sich an wie so ein Waschlappen. Das ist so Waschlappen-Style. Also wenn es euch nicht stört, dann passe ich mich gerne dem Spiel so ein bisschen an. Bin ich gerne so ein bisschen durchsichtig. So, da unten ist mein erster Seeegel. Den werde ich mir jetzt holen. Let's go. Ja, mit diesen Taucheranschuhen sollte es möglich sein, Seeigel einzusammeln. Seeigel-Sushi. Allein der Gedanke daran lässt mir das Wasser im Munde zusammenlaufen. Nice. Finde ich nicht schlimm. Oh, genau, jetzt kann ich die auch fangen. Yes! Ich kann endlich die ganz kleinen Dinger hier fangen. Hier, die Scampis und alle. Geil, Scampis, Scampis. Achso, die gehen nicht, okay. So, das öffnen wir auch mal. Einfach alles öffnen, in der Hoffnung, dass was Feines bei rauskommt.
So. Verschwinde! Oh, ein Seepferdchen. Kann man die Seepferdchen noch essen? Das ist aber pervers. Hallo an alle, schönen guten Morgen. Wir sind schon wieder voll drin im Game. Wir dippen rein. So. Dann gehen wir auch gleich nochmal... Oh, eine Ausrüstung, Prügelstock. Ey, wenn du halt einfach runtergehst. Oh, die Garnelen sind geil. Komm her. Kann ich die nicht nehmen? Ja, ja, Garnelen. Oh, Weißfußgarnele. Gimmi, 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 Weißfußgarnele. Ist schon brutal, wenn du einfach die Fische mit einem Ding verprügelst. Mit einem Baseballschläger. Da wundert es mich dann aber nicht, dass sich auf einmal die Retter hier alle einsetzen. Ey, warum kann ich dich nicht mitnehmen? What? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ah, jetzt. Das arme Ding hat es einfach nur die ganze Zeit gegen die Ding gehauen, gegen die Wand. Ratu! Ratu! Ratatata! Kommen Sie! So, dann gehen wir mal runter. Wo waren die denn überhaupt? Als ob ich die wieder finde. War sau weit weg. Ah, da unten sieht man es ja super. Wunderbarlichst. So. Diese grüne Fette ist, glaube ich, viel wert. Was meinst du? Welcher grüne Fette? Wie viel mehr Schaden macht es dann aber eigentlich auch nicht, ne? Ganz schön gruselig, wenn ich sowas angreift, gell? Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh, ich habe keine Muni mehr. Huch. So. Boah, der war stark. Stimmt, mein Enterhaken ist eigentlich teilweise schon viel stärker, ne? So. Dann geh jetzt mal runter. Haben wir genug getötet. Oh, wobei, dich nehme ich noch mit, aber der ist so schwer, ne? Der Barracuda. Jung, 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 jung. Wo ist denn dieser riesen Haifisch vom letzten Mal? Da bin ich schon auch so ein bisschen angetan, mich mit dem nochmal anzulegen. Den mit nach Hause nehmen, da wäre Mami bestimmt stolz auf mich. Oh, so eine kleine Garnele nehme ich schon nochmal mit hier. Komm, komm. Endlich gibt's Sushi Scampi à la Scamp. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Dun, 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 dun. Activaten. Oh, nochmal ein bisschen Luft. Vielleicht nehmen wir die nochmal mit, auch wenn es jetzt eigentlich noch nicht nötig ist. Aber hey, wir haben noch echt einen weiten Weg nach unten. So, blaues Loch. Tiefen. Ah, genau. Den nehme ich auch mal mit. So, den auch. Und ich muss jetzt diese Geisterchen da mitnehmen. Da schwimmt doch schon einer. Schau mal, wie süß, die kleinen Engelchen. You are mine. Wie komme ich jetzt hier nochmal nach unten? Das war doch dieser doofe Weg hier, gell? Da brauche ich ja erstmal jetzt wieder eine Lampe. Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das finde, Leute. Hey, Kollege, stress nicht. So. C, ich würde es gerne ändern. Wie ändere ich das? Sehe es nicht. Ah, hier, er war's. Ich nehme ich mit. So, ein paar Engelchen wären noch cool, dass man die Mission auch gleich erfüllt, wenn ich schon hier unten bin. Ich hätte aber eigentlich gerne noch eine Flasche gehabt. Ah, da ist doch einer, oder? Nee. Ich habe doch vorhin so viele gesehen. Wo sind die denn alle auf einmal? Hier ist auch noch einer. Wo sind denn die süßen Engelchen hin? Okay, ich gehe mal runter zu denen jetzt. Sieht aus wie ein Engelchen aus Animal Crossing. Ja, genau. Das sind ja, glaube ich, die gleichen. Die gibt es da ja auch. Oh, was ist denn das Interessantes? Lame, Bru.
Ha. Was bist du? Man muss aber auch echt nicht alles umbringen und essen, oder? Muss ich an der Stelle... Oh, ich bin so schwer. Verdammt, ich war schon wieder zu gierig, Leute. Aber vielleicht kann ich ja jetzt erstmal diese Mission mit dem Engelchen erledigen. Und dann nach oben gehen. Nee, ich bin ja auch komplett voll schon wieder, ne? Oh Mann, ich bin so ein Geier, echt. Aber es ist so schwer, die alle nicht umzubringen. Verdammt. Einfach so schwer. Vielleicht mache ich dann mal den Barracuda weg. Den hatte ich ja schon. Der war ja noch mal 7 Kilo. So, wo ist er denn? Der wiegt auch ganz schön viel, ne? Wo ist denn der? Der wiegt 7 Kilo, ey. Holy moly. So, dann hauen wir den mal raus. Von denen habe ich ja schon genug. Obwohl es Rang 3 ist. Eigentlich gar nicht schlecht. Wegwerfen. So, immer noch viel zu voll. Aber immerhin nicht mehr ganz so voll. So. Was ist da drin? Okay, erst zum... Ja, why not? Ich glaube, der ist hier unten, ne? Genau, und da waren hier diese ganzen gruseligen Krabben. Ich schaff das, Leute, ich schaff das. Irgendwo noch ein Engelchen zu sehen? Ich glaube nicht. Was ist hier so alles Feines? Ein bisschen Luft wäre eigentlich nicht schlecht. Gucken, ob ich hier noch irgendwas finde. Ja, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Ah, shit. Ich bin schon wieder voll, Leute. Ja, so eine Peitsche ist nicht so meins. Vielleicht gehen wir noch mal nach oben. Hier geht's. Dann nehme ich noch das mit. Und dann gehen wir nach oben. Ja. Und dann komme ich noch mal. Und dann höre ich auf zu geiern. Dann gehen wir runter, holen Engelchen und gehen direkt zu... Man kann ja zweimal tauchen, zum Glück. So. Wofür kann ich eigentlich diese Schaufel anwenden? Da kann ich ja auch irgendwo mitgraben. Gucken, was hier noch so gibt. Vielleicht noch irgendwo so eine... Ein kleines süßes Engelchen, das ich einsammeln kann. Glaube aber nicht. Na gut. So, let's go. Gibt es eigentlich später auch eine Möglichkeit, schneller runterzukommen? Ihr kleinen Süßis, wie süß ihr da alle diese Kuchenstücke vor dem Namen habt, weil ihr einfach mitgemacht habt bei diesem Pixel-Dings. So, größter Fisch. Geil. Yes, nice. So. Okay, dann gehen wir wieder rein und jetzt wird nichts anderes gemacht, außer runter, Engelchen und Mission. Okay, ich rühre nichts an, außer es ist ein Seeegel und kleine Fische, okay? Aber keine großen. Außer sie greift mich an. Pui! Und natürlich Kisten muss ich öffnen. Weil ich hoffe, dass ich da... Boah, bin ich schnell so. Schaut mal, wie schnell ich so bin. Das ist ja Wahnsinn. Vielleicht Luft noch oder sowas bekommen. Das wäre cool. Ach nee, den brauche ich nicht. Außer... Weißt du, schließt einen Vertrag ab mit jemandem, machst du 1000 Bedingungen rein. Die nehme ich mit. Weil da braucht man ein bisschen was von. Wow, look at this. Wow. Look at me now. Just like wow. Okay, weiter runter, 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 runter. Schön, wie schnell ich bin. Ich bin auf einmal so leicht. So, die will ich. Oh nee. Gehen lieber hier runter. Das nehmen wir mit. Luft ist immer gut. Mir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut, Leute. Yay. Seepferdchen ist gekauft.
noch eine leckere Garnele. Sind Garnelen nicht immer einfach in Horten unterwegs, weil die hier die ganze Zeit alleine rumchillen? So, jetzt gehen wir runter in die dunklen Tiefen, Leute. Pomp. Oh, und jetzt schon wieder so einer. Vielleicht kann ich den ignorieren. Weil die hängen mir echt lange an der Properze. Was ist das? Betäubung. Oh, hello. Ein Bombenauslöser. Ich hätte mal Bock drauf, einfach nur mal zu gucken, wie der funktioniert. Dann hole ich mir mal schnell noch die Luft. Das Spiel ist so cozy, ich lieb's einfach nur. Das ist wirklich cool. Das ist so das perfekte Game, wenn man gerade eh nichts zu tun hat und ein bisschen schön zocken will. Komme ich da irgendwie runter? Hoffentlich. Nee, kommt man nicht. Oh, wie doof. Nehmen wir nochmal die Luft mit. Bisschen höher dann noch. Ich mag auch kein Sushi. Ja, ich glaube, irgendein Sushi wird es bestimmt geben, was du magst. Es gibt ja auch Sushi ohne Fisch, da sagen viele, dann ist es kein Sushi mehr. Aber ich sag immer so, richtig, richtig gutes Sushi, richtig gut gemacht. Das schmeckt dann schon toll. Aber es gibt natürlich auch Sushi, das ich nicht mag, wo ich sage, das schmeckt einfach ganz, ganz komisch. So, dann gehen wir runter und gucken, ob hier wieder... Oh nein, der kommt natürlich straight auf mich zu, ne? Wie lang der mir hinterher schwimmt, auch so langsam, dass du gar nicht weißt, will er was Böses oder ist er nett? Oh, voll viel Luft. Warum eigentlich? Why is there so much air in the water? Nein, geh weg. Den Scampi muss ich aber leider noch mitnehmen, weil ich ein Geier bin. Komm mit. So, eine Schwarztiger-Garnele. Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Ihr vor allem mit den süßen Kuchen vor dem Namen, hä? Was habt ihr da getrieben, stundenlang? Die Leute haben hier so süße Kuchen vor dem Namen, weil die nämlich bei diesen Pixel-Dings mitgemacht haben, glaube ich, oder? Dafür ist es doch. Kleine Suchtis. Ja, ja. Ich sehe schon. Ihr seid gebrandmarkt. So ein Ding auf dem Popo bekommen. Ja, wir nehmen das hier. So ein Stempel. Jetzt werdet ihr nicht mehr los. Seid jetzt offizielle Pixel-Clan-Mitglieder. Wäre das so eine Straftat gewesen, ne? Voll lustig. Wo kann man das machen? Ich glaube, das ist schon vorbei. It's vorbei. It's vorbei, meine Freunde. Die Engelchen gibt es gar nicht so oft. Ich habe so viel letztes Mal gesehen. Okay, Leute, den muss ich mitnehmen, weil der schmeckt ganz gut. Schön auf den Rücken schießen. Der Arme, jetzt schläft er. Oh, ich kann den umbringen. Ah, nee, kann ich nicht. Oh mein Gott, ich versuche den jetzt umzubringen, den Armen. Während der schläft, sehr voll pervers. Komm, Kollege, lass es doch einfach zu. Oh shit. Wie der Arme so einatmet, so. Ja, und dann rennt er so auf dich zu. So, Slicing. So ein bisschen Slicen ist schon okay, Leute. Hab ich schon? So, dann gehen wir mal runter. Da hat es, glaube ich, auch Luft.
Puh, haben die einen weiten Weg nach Hause, sobald die hochgehen. Das ist ja Wahnsinn. Ist hier irgendwo Luft, bitte? I need some air, please. Ui. Oh, hallo. Geil. Ging's hier nicht hoch? Ah, doch. Hä? Bin ich falsch gegangen? Irgendwie finde ich nicht mehr runter zu denen. Hier vielleicht. Komm mit, Schnecke. Komm, Schneckchen. Komm mit. Komm, lass es zu. Ich hätte gern Luft, meine Freunde. Ah, da unten ist er ja. Knut-Tipp für das Restaurant später. Pack auf das Menü nur die teuersten Gerichte. Lohnt sich, zum Beispiel richtig. Ja, das müsst ihr mir gleich... Ah, nice, da ist Luft. Dann nehmen wir das und dann setze ich gleich mal die Luft ein. So. Könnt ihr mir gleich mal erklären nochmal. So, jetzt muss ich da irgendwie runter. Oh nein. Hä? Bewegt sich dieser Felshaufen etwa? Oh nein. Nein, geht da nicht hin. Bro. Oh, der schon wieder. Der schon wieder. Boah, ich weiß nicht, ob ich den folgen will jetzt. Aber irgendwie will der mir ja schon... Ach, der will da durch, ne? Ah, jetzt kann ich da schon mit... Oh nein, das ist der Tintenfisch von neulich. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Die Rückkehr des Tintenfisches. Okay, komm. Why not? Die anderen sind ja auch da unten. Ich glaube, das gilt doch als eine Art Abkürzung. Mal Luft nehmen und gucken, was ist da so drin. Ich glaube, dass es sogar eine Abkürzung jetzt war. Ah, nice, eine Flasche. Yes, I take diese. Und ein bisschen Air. Okay, let's go. Achso, es reicht noch nicht, ne? Es ist so witzig mit dem Stein hier, dass man diese ganzen Sachen so zusätzlich lernt. Bam. So, sehr gut. Weg ist frei. Oh Gott, ich habe irgendwie das Gefühl, dass der mich zu seiner großen Mama bringt. Hey, wie kannst du es wagen, zweimal Tinte zu versprühen? Frage Banjo nach Takoyaki. Ich will den essen, ne? Oh nein, stopft er sich da durch. 100 Pro. Oh, er hat mir was hinterlassen. Oh. Noch tiefer. Oh, er ist wieder ein Komme. Er ist einfach zu schnell. Aber da liegt was. Hm, er hat wieder was fallen gelassen. Hm, er lässt jedes Mal etwas fallen. Vielleicht ist er nicht so boshaft, wie ich dachte. Ich glaube auch nicht. Hör auf, ihn essen zu wollen. Er ist nice. Er ist friendly. Scheint eine Art Artefakt zu sein. Die Rückkehr des Tintenfisches. So, jetzt gehen wir mal hier runter. Und ich glaube, das geht nicht, weil hier, glaube ich, ist es zu... Genau, da muss ich jetzt den Ding ziehen, den Stecker. Gehen wir mal hier runter. So. Ah ja, genau, dann kann ich ja hier einfach mich durch... Oh, eine kleine Schnecke. So. Ich habe gestern Five Nights at Freddy's Ruin durchgespielt. Oh. Oh, so eine Krabbe wäre schon geil. Glaubt ihr, das packe ich? Weil die ist bestimmt zu schwer, oder? Holy moly, die Arme. Boah, ich kann die gar nicht töten, oder wie? Boah, jetzt habe ich meine kostbare Munition. Was ist das eigentlich für eine geile Waffe? Ist einfach ein Granatenwerfer. I need this. Ah, da ist wieder so einer. Die waren aber auch sehr delicious, ne? In your face, bro. Oh, aua, don't do me. Do me, don't do it to me. Du wunderschöner Fisch. Ich muss den leider ausweiden. Der ist auch gar nicht so schwer. So, okay.
mich, lass mich. Ah, scheiße. Okay, geht. So. Bisschen Luft muss sein. Was ist hier drin? Ah, cool. Ein Schlangenstern. So. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf dem Rückweg von einem Kragenhai gefressen worden. Sie redet wie jemand, den ich kenne. Ich denke, ich werde den Pfahl herausziehen können, wenn ich die Taucherhandschuhe von Dr. Bacon benutze. Oh. Doch, Bacon? In unserer Sprache klingt dieser Name wie verdorbenes Walfleisch. Okay, warte einen Augenblick. Lass mich versuchen, den zu ziehen. War der hier oben oder wo war der nochmal? Ah ja, genau hier. Okay, Leute, let's go. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, schnell weg. Oh, oh. Das macht er schon selbstständig. Mit Team Spider. Beste Waffe im Game. Was macht die? Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Hm, ich denke, ein weiterer Versuch würde genügen. Mensch, da drüben ist noch ein weiterer Felshaufen. Mensch. Oh, dort drüben gibt es nichts Bewegliches. Ich muss erst nachsehen. Mensch. Okay, jetzt kann ich aber hier nach oben. Okay. Aber was habe ich mir erhofft? Dass hier unten quasi die Dinger durchrollen und das dann aufgeht. Das heißt, hier oben muss ich jetzt auch noch irgendwas machen. Let me take a looky looky. Boah, der Granatenwerfer ist schon geil. Okay, was kann ich da oben tun? Gar nichts. Hm, auf dieser Seite kann man nichts machen. Ich muss versuchen, herumzugehen. Wahrscheinlich ist da auch irgendein Stecker oder was auch immer, was er da rausziehen kann. Oh, hallo, was bist denn? Ein kleiner Sack greift direkt an. Dich würde ich gerne einmal fischen. Komm schon, du willst es doch auch. Oh, shit. Jetzt ist er tot. Oh, sorry. So, sie ist tot. Shit, ich bin schon voll. Haut ab. Lasst mich einfach alle in Ruhe, Mensch. So, mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht einsammeln. Oh, was ist denn das? Ach, süß, die hat einfach nur eine andere Farbe. Ich nehme lieber bitte die. Mann, Leute, ich bin schon wieder voll. Ja, ja, kann weg. Ich muss jetzt hier hoch, oder? Oder muss ich so weit außenrum? Ich bin mir gerade irgendwie unsicher. Oh nein. Boah, bringt die mir viel Schaden, die Sau. So, Air. Air up, air. So, lass mich. Will ich nicht einsammeln. Geh weg. So, ich muss mal kurz die Sachen hier wegschmeißen. Was brauche ich nicht? Oh, die sind alle so leicht, so leicht, so leicht. Die wiegen ja richtig viel. Ja, dann weg damit. So. Nein, nein. Ich will dich nicht einsammeln. Geh weg. So, was kann man noch wegschmeißen? Ah, passt schon. Okay. Oh nein, ich bin wieder so eine dumme, explodierende Kackqualle. Explodiere einfach, danke. So. Ich glaube, ich bin hier richtig, weil hier sind so viele Gegner. So, die knallen wir jetzt auch nochmal ab, weil die geht mir auch übel auf den Zeiger hier weg. Und ich will auch keiner einsammeln. Okay, ich glaube, hier bin ich richtig.
Mann, ich bin schon wieder so voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Ich glaube, ich bin hier richtig. Nein, nein, du Schwein. Oh, ich hasse die so sehr, diese Kackballen. So, ich hatte es aber immerhin schon mal ein bisschen. Yes, air. Ah, okay. Au, oh, Mann, ich werde hier nur angegriffen und geschlagen die ganze Zeit. So, da ist noch ein. Okay. So, ich bin richtig strong. Strongman! Quatsch. So, wunderbar. Gut, da ist unser Weg. Du bist nützlicher, als du aussiehst. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Komm durch das Loch rein, das du gerade geschaffen hast. Ich gehe voraus. Warte, ich kann doch jetzt nicht. Ich kann doch jetzt gehen, oder nicht? Hör dir doch mal selbst zu. Machst du dir keine Sorgen um Ramo? Außerdem habe ich eine Bitte an dich. Also, ich möchte, dass du mit ins Dorf kommst. In das Dorf des Seevolks? Ich? Ja, es gibt einen Grund, warum ich den ganzen Weg bis zum Menschenmeer zurückgelegt habe. Ich habe eine Bitte. Oh, okay. Wie ich so keinen Bock habe, ne? So, mich interessiert es auch gar nicht. Aber nur, wenn es da ganz viel Seeengel gibt, sonst komme ich nicht mit. So, ein bisschen Luft noch, bitte. Hallo an alle Stinkies. Geräusch ist so geil. Oh. Yes. I take diese, aber ich nehme dann noch die Lampe mit. So. Okay, ich komme dann mal runter in die ungewissen Tiefen. Zum Glück habe ich meinen Anzug gepimpt. Ab hier könnte ich gar nicht weiter runter. Es wird ja noch dunkler. Könnt ihr mich vielleicht mal... Oh, davon kriege ich so richtig gruselige Schwingungen. Ja, das sind sie schon, die Schwingungen. Verdammt. Oh mein Gott. No. Also, etwas hat sich gerade von mir vorbei bewegt. Mensch, geh voran und sei unser Späher. Aber es ist wirklich dunkel. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas gefährlich sein könnte. Außerdem bin ich viel zu voll bepackt. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin zu voll bepackt. Wir müssen übrigens daran denken, dass wir morgen ganz viel Quallen sammeln für die Quallenparty. Oh Gott, ich will da nicht rein. Muss das denn sein? Du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur eintreten. Eigentlich nicht. Ich würde eigentlich gerne meinen ganzen Stuff irgendwie... Ich will jetzt halt nicht sterben, weil dann ist alles weg. Oh Gott. Super, dann gehen wir doch einfach mal in eine fremde Tiefseehöhle. Was ist das? Warum befinden sich Trümmer in diesen Tiefen? Ich glaube, ich sollte mich mal ein bisschen erleichtern. Und dann würde ich mich tatsächlich von denen hier, obwohl, schwer, die sind ja alle so toll, die Fischis. Welchen soll ich weghauen? Eigentlich will ich gar keinen weghauen. Wie viel Kilo bin ich zu viel? Ach, gar nicht so viel. Dann packe ich einfach von denen. So, und dann müsste ich eigentlich schon fast wieder... Mache noch eine Schraube weg. Und schon bin ich wieder normal. Nice. Okay. Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Oh Gott, ich würde so durchdrehen. Oh nein, schon wieder diese Vibration. Ja, hast du es nicht gesehen? Irgendetwas muss hier sein. Warum sollte ich alle auch alleine kommen? Ja, was wohl? Kollege. Da muss ich mich dann festhalten. Das heißt, irgendeine Strömung kommt. Ja, oh Gott, Hilfe. Oh mein Gott, hello my friend. Und ich glaube, der will mich auch, oh Gott, Wolf Edel. Und ich glaube, der will mich einsaugen, ne? Das wird das Problem sein. Was ist das? Gibt es so große Wolfswale? Ah, oh, ich glaube nicht, dass ich davon laufen kann, davon schwimmen, mein. Jo, halt dich fest. Rudi, du musst dich schon festhalten. Ah.
Ich hab ein bisschen Angst. Oh Gott, I'm not ready. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, no. Please, no. Oh Gott. Ah, shit. Was mache ich denn da? Abknallen. Oh, das sieht echt hart aus. Hm, der leuchtende Punkt am Schwanz. Es sieht schwächer aus als der Rest des Körpers. Oh, oh, oh. Okay, jetzt habe ich keine Muni mehr. Gibt's auch nichts, doch, hier gibt's was. Wäre ja auch wohl gelacht. Nein, 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 oh Gott, lass mich. Brauch mal schnell meine Muni. Gott, Hilfe. Das ist ja furchtbar. Okay, jetzt gehe ich nach unten, weil jetzt kommt der gleich wieder hier durch. Okay, nicht so schlimm, Leute. So, jetzt bleibt das stecken. Boah. Bitte lass es das gewesen sein. Oh, Stress. Oh, ja. Wie kann ein Wolfsaal so groß werden? Ich war gerade dabei, herauszukommen, um ihn zu bekämpfen. Du bist stärker, als ich erwartet habe, Mensch. Siehst du das große Tor da drüben? Das ist der Eingang zum Dorf. Geh voran, Mensch. Holen wir jetzt erstmal hier aus seinem Schwanz irgendwas raus. Oh. Oh. Was süß, wie er da liegt, ey. Versuche das Tor. Warum muss ich das tun? Bin ganz erschöpft. Puh, endlich sind wir hier im Eingangsbereich des Dorfs. Ramo, du hast doch einen Schlüssel, oder? Oh nein, ich habe den Schlüssel dort in der... Ah, war nur ein Scherz. Oh, ich dachte schon, du würdest mich bitten, dich noch einmal rüberzunehmen. Stecken wir den Schlüssel rein. Witzig. Ausreichend. Für 1 bis 2 Sushis reicht es. Für 1 bis 2 Jahre. Wow, das sieht ja voll geil aus. Wow, Dorf des Seevolks. Look at this. Holy moly. Wow, das ist also... Ja, das stimmt. Das ist das Seevolksdorf, in dem wir leben. Wenn man sich vorstellt, dass es im Meer so einen Unterwasserort gibt. Wow. Heute bin ich leicht durchsichtig, ja. Moment! Wie ist ein Mensch hier reingekommen? Hm, Ramo und Suwam, wurdet ihr von diesen Menschen entführt? Tenzin erwartet dich. Er hat vor Sorge um dich keinen Schlaf gefunden. Oh, es ist irgendwie schwer zu erklären. Haha, erlaube mir. Ich habe Ramo gerettet, indem ich sie von einem Kalman führt wurde. Vergiss es, bring mich einfach zu meinem Vater. Er wird schneller gehen, wenn ich ihm alles erkläre. Okay, es wird schneller gehen. Okay. Ist ja voll schön. Wow. Kommt da verspieltes Gnudern. Kanal. Hello. Oh. Ach du meine Güte, Ramo, meine Tochter. Wo warst du, mein liebes Mädchen? Dein Papa war zu Tode besorgt. Bist du verletzt? Haben dir die Menschen was angetan, meine Tochter? Warte, wer ist das da neben dir? Ich dachte, du hättest eine blaue Seekuh mitgebracht. Aber das ist ja ein Mensch. Hey, Bodyshaming des Grauens. Was geht hier vor? Ich wünsche eine Erklärung. Du weißt, dass hier in letzter Zeit merkwürdige Dinge passieren, oder? Die Erschütterungen zum Beispiel und das Eis, das vom göttlichen Baum schmilzt. Natürlich, Ramo, ich habe mich mit den Ursachen beschäftigt. Das geht schon 2 Jahre so. Du weißt, dass unsere Technologie ihre Grenzen hat. Okay, die alten Texte sind alle verloren gegangen und wir müssen uns wieder neue Methoden ausdenken. Wir können nicht einfach weiter warten, Vater. Die Menschen sind egoistisch, aber sie besitzen gute Technologie. Wir brauchen ihre Hilfe. Nein, nicht die Menschen. Denen kann man nicht trauen. Sie haben unser Haus beschmutzt und sogar unsere Artgenossen gejagt, um sie zur Schau zu stellen.
Sie sind böse Kreaturen, die uns jagen und uns bestehlen wollen. Wir können uns nicht mit solchen Leuten verbünden, die... Oh oh. Ein weiteres gigantisches Beben. Siehst du, etwas wirklich Schlimmes wird passieren, wenn wir nichts unternehmen. Als mich ein Riesenkalmar in die menschlichen Gewässer verschleppt hat, war Dave hier zur Stelle, hat mir geholfen. Suvam sagte vorhin, dass derjenige gewesen sei, dass er es getan hat. Frag ihn doch. Es können nicht alle Menschen schlecht sein, oder? Ich meine, naja. Selbst wenn ich das wollte, würden die Dorfbewohner es nicht akzeptieren. Hilfe von Menschen zu bekommen, das wäre für alle nur schwer zu glauben. Falls dieser Mann das Vertrauen des Dorfes gewinnen kann, werde ich über deinen Vorschlag nachdenken. Das Vertrauen des Dorfes. Und wie will er das anstellen? Indem ich dich gerettet habe, Mann! Wie wäre es, sich umzuhören, was benötigt wird? Gut, da die lange Reise heute ziemlich anstrengend gewesen sein muss, Mensch, komm wieder hierher. Komm morgen wieder hierher. Du wirst dir die Wünsche der Dorfbewohner anhören müssen. Moment mal, ich habe doch noch gar nicht zugestimmt. Wie soll ich wieder den ganzen Weg hierher kommen? Oh ja, bitte lass mich teleportieren. Eine Bitte des Seevolks. Bitte lass mich teleportieren. Da du sagst, dass du meine Tochter Ramo geholfen hast, schätze ich, es wäre mein Volk nicht angemessen, deine Bedürfnisse zu ignorieren, selbst wenn du ein Mensch bist. Verwende dies. Was ist das? Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Spiegel. Dieser Seevolksspiegel wird dir, sobald er installiert ist, ermöglichen, sofort dieses Dorf zu reisen. Wow, ist so etwas möglich? Verschiedene Katastrophen haben unseren Niedergang verursacht, aber unsere Vorfahren waren einst eine sehr fortschrittliche Zivilisation. Momentan besitzen wir nur noch ein paar Ehrenrelikte, traurigerweise. Jedenfalls kannst du jederzeit, wenn es nötig ist, in dieses Dorf kommen, wenn du das hier in deinem Dorf installierst. Das wird dein Gesicht erkennen, also wirst nur du in der Lage sein, ihn zu benutzen. Er funktioniert ebenfalls mit dem Licht des göttlichen Baums oder der Sonne, sodass du ihn nur tagsüber benutzen kannst. Oh, und ich gebe dir eine Karte des Dorfs, die du verwenden kannst. Sie wird dir dabei helfen, die Dorfbewohner zu finden. Eine Teleportationsapparat. Das ist schon echt erstaunlich. Ich muss jetzt vorerst mit diesem Spiegel aufs Boot zurück. Geil. Nice. Cool gelöst. Ich dachte schon so, Gott, müssen wir da jetzt jedes Mal wieder runter. Okay. Nice. Riesenwolfsbarsch. Das war eine geile Auslese. Was ist das? Waffenamulett. Ein mysteriöser Glücksbringer, der vom Tintenfisch zurückgelassen wurde. Vielleicht passiert etwas Cooles, wenn er an der Waffe befestigt wird. Süß. Okay, dann gucken wir mal, was das bringt. Ich denke, ich werde dieses Seevolksspiegel auf dem Boot anbringen. Er hat gesagt, dass ich tagsüber damit zum Dorf des Seevolks reisen kann, richtig? Ich wollte dorthin. Oh nein, sieh mal, wie spät es ist. Banjo Sushi muss schon aufgemacht haben. Ich sollte mal vorbeigehen und nachsehen, ob etwas passiert ist, von dem ich wissen sollte. Okay. Oh, ist ja gar nicht mehr da. Ich glaube, ich bin zu spät gekommen. Ich sollte etwas aufräumen. Frau Yoshi, was machst du denn hier? Oh, ich habe gerade Feierabend gemacht und ging hier vorbei, da habe ich gesehen, dass das Licht immer noch an ist. Banjo scheint schon nach Hause gegangen zu sein. In letzter Zeit wirkt er immer so müde, ich mache mir Sorgen, dass er krank werden könnte. Aber andererseits freue ich mich, ihm immer wieder hart arbeiten zu sehen. Wo wir gerade über ihn reden, ich habe gehört, er hätte eine Zeit lang das Kochen aufgegeben, wegen eines gewissen Vorfalls. Ja, damals dachte ich, er würde alles komplett aufgeben. Ich frage mich, was passiert ist. Das ist eigentlich kein so großes Geheimnis. Ich habe es nur immer vermieden, in Banjos Anwesenheit darüber zu reden, falls es immer noch schmerzt. Ich bin durstig. Könntest du mir bitte ein Glas Bier bringen? Jo. Oh Gott, das habe ich ja noch nie gemacht. Boah, mit sowas bin ich, glaube ich, richtig schlecht. Look at this. Good. Ach komm, das ist perfekt. Ah, es gibt nichts Erfrischenderes als ein Glas Bier nach der Arbeit. Und besonders schön ist natürlich der Meeresblick, während man sich abends einen Drink genehmigt. Ich werde dir ein wenig über Banjo erzählen und warum er für eine Weile das Kochen an den Nagel gehängt hat. Es geschah vor 12 Jahren. Jahren. Pixel, ausfaden. Das ist das Dugong Hotel. Hier habe ich vor 12 Jahren gearbeitet. Es ist ein 5-Sterne-Hotel mit einer langen Geschichte. Es sieht ein bisschen alt aus, das stimmt. Aber damals war die Qualität von Essen und des Service hervorragend. Yoshi, hast du mal kurz Zeit? Worum geht es, Chef? Naja, ein besonders schwieriger Gast hat eine Reservierung gemacht. Ein besonders schwieriger Gast?
Kennst du die Schauspielerin Louise Crawford? Sie hat in unserem Hotel ein Zimmer gebucht. Hotelmanager? Okay. Das Dugong Hotel ist ein Luxushotel mit langjähriger Geschichte und Tradition. In der Vergangenheit hatten wir sogar schon Aristokraten zu Gast. Aristocats. Und viele berühmte Filme wurden hier gedreht. Viele Menschen schätzen die Nostalgie einer vergangenen Ära und wir hatten sehr hohe Standards für unsere Dienstleistungen. Der Manager hatte praktisch sein ganzes Leben im Hotel verbracht. Er wirkte, als sei er selbst zu einem Stück seiner Geschichte geworden. Er wusste viel über die sozialen Verhaltensregeln der Oberschicht aller möglichen Länder und er war daran gewöhnt, mit vornehmen Gästen umzugehen. Viele VIPs verlangten extra nach ihm. Louise Crawford, ein Filmstar mit einer langen, erfolgreichen Karriere. Ihre schauspielerische Leistung als Spionin in einem ihrer berühmtesten Filme, das 42. Stockwerk, war äußerst beeindruckend gewesen. Doch ihre Karriere schien neuerdings einen kleinen Knick erlitten zu haben, da ihre Filme nicht mehr so gut angekommen waren. Ich habe gehört, dass Louise Crawford sehr wählerisch sein kann, aber wir sind ein erstklassiges Hotel mit langer Geschichte und Tradition. Ich glaube nicht, dass es mit ihr Probleme geben wird. Haha, das stimmt wohl. Niemand kann der Qualität dieses Hotels das Wasser reichen. Wir haben auch viele Preise gewonnen. Nur eine Sache. Du hast die Gerüchte über sie nicht gehört, oder? Welche Gerüchte? Schau mal. Sie ist nicht nur eine Köchin, sondern auch eine Feinschmeckerin. Diesen Artikel hat sie kürzlich in einem Reisemagazin veröffentlicht. Hier beschreibt sie angeblich nur ihre Reiseeindrücke, aber in Wirklichkeit ist das ein einziger Verriss des Hotels, in dem sie übernachtet hat. Die Hotels der Gloria-Kette sind die besten der Welt und trotzdem hat sie diese vernichtende Kritik geschrieben. Vielleicht ist sie einfach nur ganz besonders anspruchsvoll. Die meisten ihrer Artikel sind so geschrieben. Was sollen wir tun, Yoshi? Buchung ablehnen, Buchung annehmen. Boah, ich glaube, wenn wir ablehnen, macht ihr uns fertig. Was meint ihr? Das wäre mir eh keine Wahl. Was meint ihr? Ich würde sagen, annehmen. Wenn wir ablehnen, dann macht ihr uns eh fertig. Wir können ihre Buchungsanfrage schlecht ablehnen. Das wäre für unseren Ruf genauso schlecht. Dann müssen wir uns genau überlegen, was wir zum Essen servieren. Wir nehmen die Buchung an, aber wir müssen uns genau überlegen, wie wir sie zufriedenstellen. Du hast recht. Hast du schon eine Idee, Yoshi? Die Stärke unseres Hotels sind eine sehr lange Geschichte und Tradition, sowie die Qualität unseres Services. Wenn wir beides nutzen, werden wir sie auch zufriedenstellen können. Hat sie eine Suite reserviert? Ja, eine Suite. Die Suite muss picobello sauber sein und ihren Geschmack genau treffen. Wir geben ihr die volle VIP-Behandlung. Ich werde Getränke und Snacks recherchieren, die sie mag, und sie im Zimmer für sie hinstellen und den Status des Zimmers überprüfen. Und wer nimmt sie in Empfang? Das sollte ich tun, denke ich. Danke. Niemand außer dir kann mit einem so schwierigen Gast umgehen, mit all deiner langen VIP-Erfahrung. Ich bin irgendwie total angespannt. Und was die Gerichte betrifft, wir können ihr ein Frühstücksbuffet anbieten, aber sollten auf jeden Fall auch ein Gängemenü zum Abendessen vorbereiten. Italienisch, Französisch. Boah, keine Ahnung, was soll ich nehmen? Was sagen Französisch, oder? Puh. Ja, Fugu. Ah. Weiß es nicht, wir wissen es alle nicht. Ich glaube fast Französisch. Wir bieten fantastische französische Speisen in unserem Hotel an. Sie sind das Beste, was das Dugong Hotel zu bieten hat. Und unser Chefkoch wurde sogar mit dem Michelin-Preis bezeichnet. Aber leider ist der Zeitpunkt sehr unpassend. Der Chefkoch ist derzeit in Frankreich auf eine kulinarische Forschungsreise. Der stellvertretende Küchenchef ist zwar auch sehr gut, aber unser berühmter Gast ist eben auch besonders schwierig. Okay, dann Japanisch. Die japanische Küche des Dugong Hotels war nie unsere Stärke. Wir servieren nur Udon oder einfach Donburi. Wir haben enorme Fortschritte gemacht, aber seitdem Bancho bei uns arbeitet, sind wir ziemlich stark gewachsen. Bancho ist bekannt für sein Talent, traditionelle Zutaten neu zu kombinieren. Und über seine Gerichte wurde schon in ausländischen Zeitschriften berichtet. Er könnte unser Ass im Ärmel sein. Dann wäre es also japanisch, unsere beste Option. Bancho ist noch recht neu. Meinst du, wir können uns auf ihn verlassen? Manches Fähigkeiten sind tadellos, aber sein Schwachpunkt ist, dass er sich wenig um den Geschmack der Gäste schert. Er mag es, die Leute mit neuen Aromen zu konfrontieren. Seine Kreativität ist bemerkenswert, aber in diesem Fall könnte sie uns zum Verhängnis werden. Wir haben es immerhin mit der berüchtigten Louise Crawford zu tun. Verstehe, guter Punkt, aber ich denke, unsere beste Option ist es, mit Bancho zu reden und ihm alles zu erklären. Das finde ich auch. Viel Glück, Yoshi. Oh Gott.
Ja, irgendwie war doch was, dass sie das nicht mal essen wollte, weil sie es nicht lecker fand oder so, ne? Irgendwas war doch. Banjo, bist du das? Frau Yoshi, was machst du denn hier? Oh, da bist du ja. Sehr gut. Ich bin hier, um zu schauen, wie es mit der Bitte des Managers läuft. Oder nee, das war ja ich. Das war ja die Frau Yoshi, die das nicht essen wollte. Schau dich ruhig um. Es ist einfach nur eine gewöhnliche japanische Küche. Banjo war schon ein spezieller Typ. Er war eines Tages einfach aufgetaucht und drückte uns einen Lebenslauf in die Hand. Hatte in Japan kochen gelernt. Die im Lebenslauf aufgelisteten Sushi-Restaurants waren erstklassig, aber Banjo war nirgendwo lange geblieben. Er meinte, dass er jedes Mal weitergezogen werde, wenn er genug gelernt hatte. Der Manager hatte ein langes Gespräch mit ihm und vertraute ihm dann die Leitung unseres japanischen Küchenteams an. Man fand ihn dann jeden Tag in der Küche immer hart arbeiten. Er erforschte neue Gerichte, wenn es gerade keine Gäste gab. Und er hasste es, wenn man ihn störte. Hast du gerade etwas ausprobiert? Ja, ausprobieren bedeutet tausende Misserfolge zu erleiden. Nur ständiges Ausprobieren ist der Schlüssel zum Erfolg. Ich verstehe. Ich habe gehört, dass dir das Erforschen neuer Gerichte sehr wichtig ist, Banjo. Ich bin erleichtert, dich so leidenschaftlich bei der Arbeit zu sehen. Was meinst du mit erleichtert? Banjo, würdest du gerne mal für einen VIP kochen? Ja, genau. Wir haben bald einen sehr wichtigen Gast, der sehr gut für unseren Ruf sein wird oder ihn komplett ruinieren kann. Ihr Name ist Louise Crawford. Sie ist eine Schauspielerin und ihre Standards sind legendär hoch. Sie ist auch eine Restaurantkritikerin. Du bist jetzt seit ungefähr einem Jahr im Dugong Hotel. Seitdem hat unser japanisches Küchenteam, das nie besonders stark war, viel positive Aufmerksamkeit erregt. Und dein Beitrag dazu war herausragend. Das bedeutet aber auch, dass wir ab jetzt Gäste haben werden, die eine besondere Behandlung erwarten. Du meinst also, ich soll versuchen, diese anspruchsvolle Dame Louise Crawford zufriedenzustellen, ja? Ja, das ist sehr wichtig. Dugongs Ruf steht auf dem Spiel. Was meinst du dazu? Für mich ist Kochen immer ein Kampf gegen mich selber, nicht gegen andere. Ich will immer das perfekte Gericht zubereiten und dabei ist es eigentlich egal für wen. Ich verwende einfach die besten Zutaten der Saison und wähle dann das passende Rezept aus. Klingt das ausreichend für dich? Also gut, die einzelnen Gerichte liegen ganz in deiner Hand, Banjo. Aber was das Bedienen der Gäste anbetrifft, so möchte ich gerne ein Wörtchen mitreden. Alles klar, du bist die Expertin, Frau Yoshi, wenn es um das Servieren von Gerichten geht. Okay, Sushi-Menü. Ein Sushi-Menü besteht aus verschiedenen Sushi-Gerichten in einer bestimmten Reihenfolge mit ein paar Beilagen, die zwischendurch gereicht werden. Dadurch kann der Gast viele verschiedene Fischsorten probieren. Was hältst du von einem Sushi-Menü? Es ist ja auch deine Spezialität. Ja, damit kenne ich mich gut aus, aber das wäre nicht zu gewöhnlich. Falls ein Menü anbieten, dann würden wir am ehesten Thunfisch-Sushi, Hechtal-Sushi oder Sushi der japanischen Flunder als Hauptgang reichen. Letztere hat gerade Saison. Ich habe Hunger. Das wäre aber nicht besonders. Alles schön. Da es ein Abendessen sein soll, denke ich, dass ein Gängemenü besser wäre als ein einzelnes Gericht. Obwohl es in der traditionellen japanischen Küche nicht üblich ist, können wir im Menü Vorspeisen, Sashimi-Beilagen, Sushi, Tempura und Desserts hinzufügen. Was meinst du? Tempura ist ja quasi auch frittiertes Gemüse. Und da ist es ja auch teilweise, gibt es ja ganz verschiedene traditionelle Arten, das zu frittieren. Sorry, dass ich über den Text bin. Ich hoffe, das passt euch. Aber jedes Mal, wenn ich jetzt die Kamera wechseln muss und solche Dialoge sind ja meistens sehr selten, müsste ich die ganze Zeit aus dem Bildschirm raus und es hin und her schieben. Deswegen, ich lese es euch ja vor. Nicht schlecht. Was hast du für jedes einzelne Gericht geplant? Mit der Suppe wird es anfangen. Boah, ich habe so Hunger jetzt. Ein paar Minuten später. Geil, ich will auch was. Ich will dort essen gehen. Ich denke, die würde vor dem Sushi passen. Dann Tempura. Shrimps wären hier eine logische Wahl. Aber aus Shrimps etwas Besonderes zu machen, wird nicht einfach. Bis hierhin haben wir alle so relativ normal gelassen. Jetzt wäre der Punkt, wo wir Eindruck machen wollen. Zu dem Thema habe ich bereits geforscht. Möchtest du eine Idee hören? Natürlich, schieß los. Haifisch, und zwar Haifischkopf, genauer gesagt. Was, Haifisch? Kann man die essen? Dann war es doch die, die das nicht essen wollte. Ja, und sie sind sogar sehr wohlschmeckend. Und zu dieser Jahreszeit sind sie besonders fett und bersten vor Aroma. Genau, Leute, deswegen bin ich ja durchsichtig, damit ihr den Text trotzdem lesen könnt. Das Fleisch ihrer Wangen hat eine besonders feste Textur. Man sagt ja, die Backen von dem Fisch sollen am besten sein. Die einen an eine Mischung aus Fleisch und Fisch erinnern. Aber Haifisch ist schon eine sehr exotische Zutat. Können wir nicht etwas Gewöhnlicheres nehmen? Zumal es sich hier ausgerechnet um Louise Crawford handelt. Jeder Mensch weiß es, gutes Essen zu schätzen. Jeder, der einen Bissen nimmt, wird wissen, dass es sich um das beste Essen aus den besten regionalen Zutaten der aktuellen Saison handelt. Okay, ich werde darüber nachdenken. Ich bin noch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es eine sehr schlechte Idee ist, Banjo.
Wenn wir dieses Gericht servieren und das Ganze nach hinten losgeht, wirst nicht nur du davon betroffen sein, auch ich als Manager werde die Verantwortung tragen müssen. Immerhin ist sie Gast von Dugong Hotel und nicht in einem Restaurant, das nur du persönlich betreibst. Ein Hotel muss seinen Gästen stets das beste und erholsamste Erlebnis bieten. Nichts darf dieses Erlebnis beeinträchtigen, ansonsten wird das gesamte Hotel letztendlich dafür verantwortlich gemacht. Aber du weißt ja nicht, ob sie es wirklich hassen wird. Sie wird vom ersten Bissen an wissen, dass es eines der besten Gerichte überhaupt ist. Aber es gibt immer eine Ausnahme von der Regel. Wir wissen, dass sie extrem wählerisch ist. Schade, aber ich verstehe. Dann werde ich die Shrimps Tempura machen, obwohl sie kein Vergleich zum Haifisch ist. Jetzt bin ich mal gespannt, weil er hat es ja trotzdem gemacht, ne? Da kommt sie. Boah, ich hätte gar keinen Bock auf so anstrengende Menschen, echt. Wirklich. Bitte hier entlang, Frau Crawford. Danke. Das ist der Koch, der heute ihr Essen zubereiten wird, Bancho. Ach, er ist jünger als erwartet. Ich hatte gehofft, er wäre etwas erfahrener. Du meine Güte, schweigsamer Typ, hä? Von meiner Schönheit geblendet worden. Er ist nur etwas nervös, aber er ist ein sehr talentierter Koch, das versichere ich Ihnen. Da bin ich gespannt auf das Essen. Ich habe den Service hier als recht annehmbar in Erinnerung dafür, dass es schon ein sehr altes Hotel ist. Ich mochte auch immer den Teppich und die Wandmalereien. Das Interieur des Gloria Hotels ist immer etwas zu kitschig. Aber dass es hier kein Wellness Center gibt, das ist schon schockierend. Ich muss täglich trainieren, um eine Figur zu halten. Wir möchten, dass ihr Aufenthalt so erholsam wie möglich ist. Jeder hat seine eigene Definition von erholsam. Naja, die Bäder sind in Ordnung, also muss ich wohl damit mich zufrieden geben. Was servieren Sie zum Abendessen? Ein japanisches Gängemenü. Hier ist die Speisekarte. Schnapper mit Wamswurzelsuppe, pochiertes Ei, eingelegte Flossen der japanischen Flunder. Boah, keine Ahnung. Was ist es denn? Pochiertes Ei. Schnapper. Wir nehmen den Schnapper. Es ist ein Gericht aus gegrillten Schnapper samt Schnapperrocken, die gedämpft und anschließend mit Yamswurzeln verfeinert wurden. Die Suppe hat einen amoratischen Fischgeschmack. Ach, das ist also eine japanische Suppe, ja? Und sie kombiniert einen milden Geschmack mit einem scharfen Geruch. Interessant. Das ist der Geschmack des Shichimis. Eine Prise, eine Gewürzmischung aus 7 Gewürzen. Und das nächste Gericht ist... Oh Gott, Hilfe. Also, nur noch das Tempura und das Dessert sind übrig, ja? Und das genau enthält das Tempura? Doch wohl keine Krevetten, also keine Ding, oder? Also keine Scampis. Die Art, die oft mit gewöhnlichen Reis serviert werden. Und das Dessert sind wohl einfach nur Früchte? Das kenne ich doch schon alles. Es ist schwierig, Ihre Reaktion zu deuten. Waren wir erfolgreich? Wie hat es Ihnen geschmeckt? Gefällt Ihnen unsere japanische Küche? Es war so gut, wie ich es erwartet hatte, denke ich. Ich denke, ich würde eines Tages wiederkommen. Aber andererseits, warum sollte ich für durchschnittliches Essen extra ein Hotel aufsuchen? Ah, ich bin mir sicher, dass unsere Küche besser ist als die der meisten Restaurants. Diese Schnappersuppe war recht interessant, aber das war es auch schon. Letztlich aber auch nur eine fischige Suppe mit einem scharfen Nachgeschmack. Und dass sie Yamswurzeln zugefügt hatten, oh je, die Textur hat mir gar nicht gefallen. Oh, das tut mir leid. Dann scheinen sie japanische Küche nicht sehr zu mögen. Und wir haben ihnen auch noch japanisches Essen serviert. Das war mein Fehler. Verzeihen Sie mir bitte. Schon gut. Es hat zwar nicht geschmeckt, aber es war immerhin gesund. Hier gibt es gar keine Wellness-Center, also muss das Essen ja auch gesund sein. Ach, dürfte ich unterbrechen? Bancho! Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Chefkoch Bancho, ist mein Name. Ich rede sonst nicht viel und habe in den letzten Minuten ruhig zugehört. Doch ich fürchte, ich kann einfach nicht mehr ruhig bleiben. Ach, wollen Sie mir etwas persönlich sagen? Angeblich soll das Essen hier ja besser als in den meisten Restaurants sein, ja? Bancho, die Dame ist einfach nur... Es ist auf jeden Fall mein Fehler, dass ich Ihnen nicht das Essen zubereitet habe, das Sie mögen. Aber würden Sie mir eine Chance geben, es besser zu machen? Was? Oh, meine Güte, ich bin eine vielbeschäftigte Frau. Was Sie heute probiert haben, entspricht nicht dem, was ich wirklich kann. Ich möchte Ihnen etwas wirklich Hervorragendes kochen. Bancho, du meinst doch nicht etwa... also Sie denken, Sie können etwas zubereiten, das mir schmecken würde. Also gut, ich werde warten. Aber denken Sie daran, meine Zeit ist kostbar. Es sollte sich also besser lohnen. Bancho, du denkst doch wohl nicht etwa... Worum geht's, Frau Yoshi? Habe ich etwas verpasst? Also, fertig. Bitte, die Dame, die ist im Stück grillter Haifischkopf. Oh mein Gott, das ist ja ein ganz gebratener Kopf.
ein fantastisches Gericht. Das Fleisch der Wangen wurde nicht entfernt. Ich habe ihn als Ganzes gebraten, um die Saftigkeit zu bewahren. So etwas werden Sie nirgendwo anders bekommen. Ein exquisites Gericht, das aus den bestmöglichen Zutaten zubereitet wurde. Nehmen Sie das sofort wieder mit und das nennen Sie ein Gericht? Aber was sagen Sie da nur? Probieren Sie doch ein Stück. Sie werden sich reinsetzen wollen, garantiert. Das gefällt mir alles überhaupt nicht. Und das ist der Service des berühmten Dugong Hotels? Es ist alles mein Fehler, bitte verzeihen Sie. Und jetzt Banjo Yoshi, ich erwarte ebenfalls eine Entschuldigung. Es tut mir leid, Frau Louise, ich hätte das alles verhindern müssen. Es geht beim Essen doch nicht nur um das Äußere, warum probieren Sie es nicht wenigstens? Banjo, es ist jetzt nicht an der Zeit um... Ich finde das alles sehr unangenehm. Ist hier irgendwo eine versteckte Kamera oder ist es eine Art von Bestrafung? Das wird ein Nachspiel haben. Damit kommen Sie alle nicht so einfach davon. Ich gehe, stornieren Sie mein Zimmer. Setzen Sie die Gebühren auf die Rechnung, das ist mir egal. Boah, ist die ätzend einfach nur. Boah. Vor allem die Yoshi, Frau Yoshi, die Kamian hat es gegessen und fand es ja richtig großartig. Und nach diesem Erlebnis kündigte Banjo seinen Job im Hotel. Mit der Begründung, er bräuchte mehr Training. Ich glaube, er hat nicht unbedingt das Kochen selber erforscht, sondern eher die Zutaten und Kochmethoden. Ich verstehe, aber ich bewundere ihn dennoch für seine Hartnäckigkeit und seinen Glauben daran, dass er auf dem richtigen Weg ist. Gerade diese Sturheit hat ihn überhaupt erst auf diese Stufe der Kochkunst gebracht. Und seitdem er mit euch arbeitet, benutzt er sogar soziale Medien. Er hat sich irgendwie verändert und zwar zum Guten. Ich glaube, ihr tut ihm gut. Bitte haltet eure Zusammenarbeit aufrecht. Ich werde Banjo noch nach Kräften bei seiner Kochkunst unterstützen. No, ist ja nett. Coole Geschichte, so eigentlich cool gemacht, so eine Story nebenbei. Ja, also deswegen an Respekt an alle, die in Hotels arbeiten oder mit so anstrengenden Kunden. Das ist immer echt schwierig. Dave, dein Foto ist gut angekommen. Das freut mich zu hören. Mir ist zu Ohren gekommen, dass mein Chef mir eine neue Aufgabe zuweisen will. Wenn ich Ihnen ein gutes Bild wie die bisherige bringe. Ich habe ein Angebot für dich. Willst du dich mir anschließen und ein unvergessliches Foto schießen? Und was willst du fotografieren? Weißt du etwas über Mantra-Rochen? Ja, natürlich. Sie gehören zu den größten ihrer Art. Ich habe eine dieser majestätischen Kreaturen hautnah gesehen. Großartig, ich will ein Foto mit ihnen machen. Oder von ihnen machen. Was denkst du? Alles klar, du hast mich überzeugt. Aber, sie sind nachtaktiv. Da müssen wir sie nachts untersuchen. Und wir brauchen Köder, um sie anzulocken. Mein Herr, ich werde meine Ausrüstung vorbereiten. Können Sie in der Zwischenzeit einen Köder finden? Ich weiß nicht, was man da auch fressen. Ach, das werde, aber ich werde es im Handumdrehen herausfinden. Ich zähle auf dich. Sag mir, wenn du Köder hast. Oh, wann das, was Mantarochen wohl fressen? Ellie ist die Beste, wenn es um Ökologie geht. Vielleicht sollte ich sie mal anrufen. Okay, warum muss ich eigentlich immer die Jobs der anderen machen und sie kriegen dafür die Lorbeeren? Ich sehe das langsam nicht mehr ein. Oh, Dave, du warst gestern gar nicht da. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ich konnte dich auch nicht über Funk erreichen. Ich war gestern im Dorf des Seevolks. Du warst was? Was ist passiert? Nun, es war so... Wie geil ich dir das erkläre. No, Benji, alles Gute zum Geburtstag. Ist ein Geburtstagskind. Verstehe, ich beneide dich wirklich. Was für eine glückliche Erfahrung. Ich weiß nicht, was ich dir helfen kann, aber es ist klar, dass sie Probleme haben, die sie lösen müssen. Warum sprichst du nicht zuerst mit den Bewohnern? Ich würde ja auch gern, aber wie du bereits sagtest, kann nur eine Person den Seevolksspiegel benutzen. Haha, was für eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Wenn du eines meiner Werkzeuge brauchst, vergiss nicht, im Cobra-Laden vorbeizuschauen. Ja, ich muss zuerst den Seevolksspiegel benutzen, um ihr Dorf zu besuchen. So, jetzt rufen wir aber erstmal die eine an. Und die will bestimmt auch wieder was dafür, um die Info zu bekommen. Okay. So. Die da sollte ich doch anrufen, ne? Wie geht's, Mister? Weißt du, was Mantarochen fressen? Ich weiß, was Mantarochen essen. Oh, wirklich? Sie ernähren sich nachts vom Plankton. Wirf nachts etwas ab, das leuchtendes Plankton anlockt und sie werden ankommen. Du wirst 5 Seetang brauchen, um Plankton anzulocken. Huch, der Köder ist aus Seetang? Nicht unbedingt, aber es funktioniert. Bring mir einfach welche. Oh, du hast es. Jetzt tippe hier ein. Wuhu, ich habe Echo-Punkte bekommen. Hey, das hat nichts mit dem Ködern zu tun. Ach, sei nicht enttäuscht. Tada, der Köderkapsel. Wirf diesen Köder einfach aus und du lockst das gesamte Plankton in der Region an. Er ist aus hochwertigen Zutaten hergestellt. Dann auf Wiedersehen. Ich habe jetzt den Köder. Udo. Oh, das muss der Köder sein. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Nur Spaß. Wie auch immer, ich muss mich darauf vorbereiten, nachts Fotos zu machen. Ich rufe an, wenn ich fertig bin.
Okay, wir haben immer noch nicht die Seeengel. Die würde ich gerne noch machen. Hier meine Pokémon-Karten. Yay, 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 yay. Okay, wir haben auch ganz schön viel Fische nicht entdeckt. Skandalös. Cookstar-App. Bancho ist richtig Fame geworden. So, Aufstieg haben wir immer noch nicht. Belohnung holen. Platin. Oh. Können wir noch nicht holen, oder? Nee, noch nicht. Aber bald. Diamant. Echo Water. Da, das kann ich machen. Liefern. Geben wir die Forschungspunkte. Level 2. Öko-Gesundheitsarmband. Das kann man auch machen. Und dann... Was bringt mir dieses Öko-Band? So. Erhöht den Basisschaden der Waffe. Das ist geil. Aber eigentlich... Benutze ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in einer... Genau, benutze ihn. Was bringt der nochmal? Benutze, genau, zu sprinten. Verringert erlittenen Schaden um 10%. Ist auch nicht schlecht. Tintenfisch-Amulett. Erlaubt dir, eine bestimmte Zeit zu überleben. Erhöht dein Sprinttempo. Das finde ich eigentlich auch fast cooler. So. Oder? Was meint ihr? Okay, dann möchte ich mal ganz kurz gucken. Ich habe jetzt gar kein Geld gemacht. Ob ich hier noch irgendwas pimpen kann? Nee. Hier auch nicht. Upgrade wird jetzt auch erstmal nicht möglich sein, glaube ich. Nee. Da fehlen mir auch ganz schön viele Fragmente auch. Uff. Wir gehen jetzt mal runter zum Seevolk und schauen mal an, was die so wollen. Oh, das Event. Halt, halt, halt. Ich werde zuerst die Quallen holen, Leute. Wir holen jetzt erstmal ein paar Quallen, gucken nach den Seeengeln. Dann gehen wir nochmal hoch und dann machen wir das mit dem Seevolk. Weil die Party findet jetzt in einem Tag statt. So, eine Bitte des Seevolks. Quallen. Aber eigentlich sollte ich mir die Quallen von unten alle holen. Weil die bringen, glaube ich, am meisten... Würde ich fast mal sagen. Seegras Rang 1.000.000. Und nachts müssen wir auch noch mal tauchen. Wir müssen noch so viel tun. There's so much to do. Und eigentlich würde ich diesen fetten Hai mal umbringen, ganz gerne. Ich habe gestern schon gesagt, Five Nights at Freddy's Security Breach habe ich auch komplett gespielt auf dem Kanal. Könnt ihr gerne anschauen. Es hat mir damals, irgendwie hat es mich damals ein bisschen genervt. Der erste Teil, weil der so buggy war. Oh Mann. Und der jetzige, dieses DLC, da haben sie eigentlich echt alles reingepackt, was die Community so immer zu bemängeln hat. Das war sehr, sehr gut, finde ich. Sehr positiv. So, wir holen die Quallen von unten. Wir haben ja schon ein bisschen Anspruch, ne? Wo ist dieser Riesenhaifisch von letztem Mal? Will ich den überhaupt, frage ich mich. Heute Abend werden wir wahrscheinlich nochmal streamen und ein bisschen Horror. Gebe euch aber noch Bescheid, wie das dann aussieht heute Abend. So eine Garnele in Ehren kann niemand verwehren. Lieb die Musik. So, war der nicht irgendwo hier, dieser Haifisch? Boah, die Sniper ist halt schon geil. Rotes Scharfschützengewehr. Die armen Fische.
Ja, Horror Games. Yes. Nee, ich glaube, der war wirklich so einmal da und dann kam der nicht mehr, der Riesenhaifisch. Oder findet man den doch noch mal irgendwo? Aber wieder nicht weiter. So. 24er, boah, erstmal nicht. Also das ist gar nicht meins. Das ist gar nicht meins. Das wäre für mich auch tatsächlich super schwer, weil ich halt so viel YouTube-Videos auch aufnehmen muss. Ich kann einfach fast gar nicht einfach mal einen Tag nichts aufnehmen. Deswegen nicht so der Fan von, tatsächlich. Also, ist nicht so meins. Hey, hört auf, mich anzukacken. Also, ich habe einmal einen gemacht und habe ja gesagt, einmal und nie wieder. Und ich... Da ging es mir auch so schlecht irgendwie. Ich war dann so müde und schlaftrunken, weil ich ja auch meistens dann nicht irgendwie aus... Oh, ein Golfschläger. Weil ich dann meistens ja auch nicht irgendwie auspenne, sondern also irgendwie... Nee, es war gar nicht meins. Ich finde auch ab dem Punkt, wo es irgendwie einfach nur so eine Quälerei ist. Also wie gesagt, andere können es besser. Oh nein, hau ab. Ich will dein Kackfleisch eigentlich gar nicht. So, gedodged, du Sack. Möchtest du jetzt bitte mal drauf gehen? So, danke schön. Oh, der leuchtet. Ich glaube, dass der ganz besonders ist jetzt. Ja, wird doch. Kommen Sie bitte... So, und jetzt mal wirklich nur auf die Quallen hier konzentrieren. Wo sind die Quallen? Mal wieder eine Lampe. So. Was wollte ich mir noch holen? Diese kleinen süßen Dinge, ne? Diese Engelchen. Da waren doch sonst immer überall so viele. Wo sind die denn auf einmal alle hin? So. Qualle, Leute. Keine von denen mehr da irgendwie. Ist doch weird. Staatsquallen, die hole ich mir jetzt alle. Delikatessquallen. Sind auch ganz schön schwer, ne, die Dinger. Hey, warum lebt die noch? So. So, stirb. Und schon bin ich voll. Boah, sind die so schwer? Okay. So, ich guck mal ganz kurz. Kann es eh keine mehr tragen, was da noch so drin ist. So ein Schräubchen nehme ich auch noch mit, aber ich habe schon wieder keine Engel gefunden. Gucken wir mal, ob wir noch was anderes dafür loswerden. Was ist denn noch schwer? Hm. Die sind voll schwer. Hätte ich gar nicht gedacht. Okay, ich finde keine Engelchen mehr. Wo sind die denn? Weiß es jemand von euch? Übrigens, echt chillig, nebenbei Essen zu machen.
Erst Quarkspeise mit Früchten, Honig, Nüssen und danach Pommes Curry. Gesunder Mix. Geil. Süß. Das ist süß. Ich glaube, die meisten von euch machen gerade irgendwas nebenbei, oder? So einfach so nebenbei ein bisschen laufen lassen. Wo sind diese verdammten Seeengelchen? Gucken, ob hier irgendwas Specialhaftes drin ist. Küche aufräumen, putzen. Ich spiele noch Minecraft. Ja, neues Horrorgame. Sitze hier und arbeite für die Uni. Süß! Ja, fleißig, fleißig seid ihr, gell? Ganz arg fleißig. Ich glaube, dass die Seeengel fast weiter oben waren. Geht's nochmal hoch. Hamster füttern. Hämste. So, Quallen haben wir jetzt genug. Würde ich mal behaupten. Okay. So, Seeengel. Wo sind die? Wenn man sie braucht. Wieder keiner. Sind die vielleicht hier irgendwo oben? Auch nicht. Nee. Also ich weiß gerade nicht, wo die sind. Sind die vielleicht nachtaktiv? Nee, ich habe die auch schon tagsüber gefunden. Ah, da ist ja einer. Da zum Beispiel. Also die sind immer nur so einzeln hier mal am Start. Aber irgendwie so ganz selten nur. Da ist immer nur einer. Ah, da ist noch einer. Cool. Ich muss hier einfach nur ein bisschen rumschwimmen. Genau, komm her. Ich brauche nur noch einen. Oh nein. Oh, holy moly. Warum sind die denn alle so groß? Habe ich da gerade einen Riesenseeengel gesehen? Wow. Krass. Gehen wir da mal hin. Das ist so cool, dass da immer so Sachen auch zwischendrin passieren. Wer ist da lang geschwommen? Vielleicht muss ich ja ein Foto von dem machen. Ich vielleicht hoch? Und dann rüber? Kommt man nicht rüber, ne? Ich glaube, ich muss einfach noch einen fangen und dann kommt der wahrscheinlich. Oh, Salz. Geil, das ist richtig selten. Ich glaube, ich muss einfach noch einmal einen finden. Und dann kann ich mit denen wahrscheinlich holen, oder? Was meint ihr? So, jetzt bin ich maximal voll. Jetzt würde ich doch... Nein, eigentlich ganz gerne mal nach Hause gehen. Wir bleiben einfach kurz hier. Hoch. Ich will nach Hause. Kann ich ja hier doch noch irgendwie so ein Ding nach oben finden. Nee. Okay, dann ist einfach nur straight hoch. Warum jetzt? Warum jetzt? Warum jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! Oh Gott. Aber den würde ich schon noch gerne schießen, muss ich sagen.
Boah, den würde ich schon noch gerne schießen. Vielleicht finden wir den ja noch mal. Und dann bringen wir den um. So. Okay. Richtig fett viel Fisch geholt. Geht er nicht hier auf der Paarungsstation ab? Okay. Heißt also, jetzt D-Volk. Details anzeigen. Okay. Kann ich da eigentlich auch noch irgendwie Fische reinpacken oder nicht? Oder macht er das selbstständig? Ich würde mich da gerne noch ein paar mehr reinpacken. Ich werde dir Bescheid geben, wenn die Fische schlüpfen. Komm vorbei. Okay, also Ero sagt mir dann Bescheid. Okay. Dann gehe ich mal. Ich gehe jetzt noch mal kurz zum Restaurant, weil ich kurz mal mein Geld, ich kann mir davon jetzt gerade eh nichts kaufen. Ich würde gerne mir einen einstellen, der auf jeden Fall beim Servieren noch hilft. So. Okay. Dann gucken wir mal kurz, wo war das nochmal? Das war, genau, erforschen können wir, glaube ich, auch noch mehr. Ja. Forschen, let's go. Cool. Dann Personal. Okay, da haben wir nämlich jetzt welche. Wieso ist der so teuer? Warum ist sie so günstig? Weil sie gar nichts kann. Okay. Ja, dann nehmen wir wohl ihn. Anheuern. Unterschreiben. So. Er ist im Kochen ganz gut. Charme. Im Service bilden wir ihn jetzt einfach noch aus. Service. Und dann rein da mit dir. Und dann würde ich ihn gerne noch mal trainieren. Yes. Sehr gut. Und am besten noch mal gleich mal trainieren. Kann ich mir leisten. So. Okay, kochen ist halt echt gut jetzt. Aber okay. Und sie? Kann man sie auch noch mal trainieren? Nee, ist zu teuer. Warum hat sie ein Ausrufezeichen? Was bedeutet das? Ist sie genervt? Okay. Dann will ich nämlich mal ganz kurz gucken, wegen dem ganzen tollen Essen, was wir hier haben. Geil. Veredeln. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hätte ich da Bock drauf. So, den will ich auch mal veredeln. Den veredeln wir auch mal. Die Rippenqualle da. Davon brauchen wir dann ganz viel. Es ist auch Senpai Sushi. Oh ja, veredeln. Den kann man gleich nochmal veredeln. Das hier auch die Tigergarnele. Let's go. Da haben wir richtig viel eingesammelt. So. Hier haben wir auch richtig viel. Let's go. Da habe ich richtig viel eingesammelt. Die prügeln wir jetzt richtig hoch. Okay, das passt. Davon auch. Voll süß, diese kleine Haiflosse, die da drauf liegt. So, was ist das hier? Veredeln. Ja, da haben wir. Ih, das arme kleine. Oh nein, das ist ein Seepferdchen on a stick. So, gut. Den auch nochmal, den Geisterhai. Der wird auch veredelt. Das passt, das passt, das passt. Was haben wir noch? Was ist das? Ja, veredeln wir auch. Da haben wir ganz viel von. Den können wir. Oh nee, das ist dann kompletter Verbrauch. Schwierig. Was haben wir hier? Da haben wir auch nicht so viel. Ja, komm. Passt. Da fehlt uns auch ganz viel Reis, brauchen wir. Kurkuma. Muräne. Die bringen halt richtig Geld. Der bringt richtig Kohle. Da brauchen wir Reis. Was brauchen wir hierfür? Schwarzer Essig. Nemos. Es sind eh voll günstig, also passt. Gut, dann gehen wir mal wieder zu unserem Haus. Das arme Seepferdchen on a stick. Voll pervers. Boot. So, also, dann gehen wir jetzt zum Dorf.
Und Quallen haben wir, glaube ich, genug oder glaubt ihr, wir brauchen noch mehr Quallen? Und so einen Seeengel hätte ich eigentlich schon noch gern. Und nachts müssen wir eigentlich auch fischen, aber ich hätte jetzt auch langsam mal wieder mehr Geld. Ich gehe jetzt einfach mal zu den Dorfbewohnern. Aber wenn es wieder so eine Mission ist, die nachts bis nachts braucht, ist blöd. Ja, einfach dem Seepferdchen mal ein Ding reingerammt, Leute. So. Haben wir schon mal eine Quest. So, was darf sein? Sieh an, sieh an. Du bist der Mensch, über den die ganzen Gerüchte gehört haben. Du siehst gar nicht so gruselig aus, wie erwartet. Hey, ich bin Mima. Ich betreibe das Restaurant im Dorf. Ich heiße Dave. Ich werde eine Weile im Dorf aushelfen. Hilfe von einem Menschen zu halten, das habe ich noch nie für möglich gehalten. Mal sehen. Ist ja nicht so, als könnte ich dich zum Kochen entspannen. Meine Güte, ich vergaß. Awang und Nawang haben Lunchboxen bestellt. Oh, die Torwächter, die ich vorhin flüstern hörte. Würdest du vielleicht die Lunchboxen mitnehmen, die ich vor die Tür gestellt habe? Sie sollten noch immer am Tordienst schieben. Bitte hilf mir. Okay, das heißt, ich gebe das denen jetzt einfach. Wo ist denn hier das Exit? Ah, hier. So, das heißt, ich nehme die jetzt und gebe es denen da vorne mit. Okay, wo sind die denn? Die da, oder? Oder waren es die Typen am Tor? Wozu hast du diesen Mund? Wow, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Du siehst komisch aus. Wir sehen eigentlich alle identisch aus, nur dass ihr halt einen Schwanz habt und ich nicht. Also einen... Entweder zwei oder ein. Hey Mensch, was gibt es? Ich wurde gebeten, dir diese Lunchbox zu bringen. Sind die von Mima? Du hast da doch nicht etwa unterwegs Gift hineingepackt. Was? Wieso sollte ich? Gut, in Ordnung, dann gib sie her. Gute Arbeit nehme ich an. Das war ja wirklich eine harte Arbeit. Ja, Knu, wir verstehen schon. Geil, dann guten. Schaut mir nicht so böse an. So, was gibt's hier? Samenladen. Hm, bist du dieser Mensch? Mensch, nicht Mensch. Haha, du siehst interessant aus. Du hast nicht mal Flossen. Erinnert mich an jemanden. Wie ist das Leben? Was ist das für ein Laden, den du führst? Ich verkaufe hier verschiedene Samen. König Long? Meine Güte, sag mir nicht, dass du nicht weißt, was wer König Long ist. Er ist der größte König, er ist der große König, der dieses Dorf von der Katastrophe bewahrt hat. Es ist ganz schön schwierig, sich mit dir zu unterhalten. Ist dir das eigentlich klar? Und geh und bitte König Long erstmal eine Blume an. Die Blumengaben stehen draußen auf der Plattform. Nimm dir eine. Okay. War schon schwer, wenn er so die Kultur gar nicht kennt. Kann man sich ja gar nicht daten. Hier, wo packe ich die jetzt hin? Muss ich jetzt diese Gabe bringen? Voll cool, es ist ja so ein Restaurant. Hier? Ne, ich glaube, hier ist das Portal. Da kann man gehen. Ah, hier. Ach, den habe ich doch auch auf dieser Steintafel gesehen. Oh, dieses Status also von König Long. Es ist dieselbe Person wie auf dem Gemälde. Ja, genau. Ich denke, ich kann die Blumen auf die Plattform von der Statue stellen. Du denkst oder du weißt. Okay. Ich habe es getan, was er mir von mir verlangt hat. So, Vertrauen immer noch null. Jetzt muss ich nämlich quasi zu denen gehen und reden, damit die wissen, dass ich das auch gemacht habe. Ist richtig schön, das Dorf. Ist echt cool. So. Meine Freunde, ich habe es getan. Du hast sie abgeliefert, nicht wahr? Die Menschen sind gar nicht so übel. Ich sag dir Bescheid, wenn ich wieder etwas brauche. Okay. Die haben aber auch gar nicht gekontrolliert, ob ich das überhaupt gemacht habe. Ich kann einfach nur Kacke behaupten. Auch noch. Ich habe ein bisschen gelinst und es scheint, als hättest du es ganz ordentlich gemacht. Trotzdem kann ich nicht einfach einem Menschen trauen, der nicht einmal weiß, was König Long getan hat. Geh und lies ein bisschen was nach oder so.
okay. Alles gut. Boah, er schüttelt immer noch den Kopf. Unter Wasser läuft ein Wasserfall. Tatsächlich, ja. So, da drüben hat es noch Ausrufezeichen. Let's go. Ich habe hier unendlich Luft. Das ist geil. Richtig, ja stimmt. Ne? Unter Wasser läuft ein Wasserfall. Vielleicht ist es ja irgendeine andere Substanz, aber du hast schon recht. War doch bei SpongeBob auch so. Schon richtig schön aus hier. Geh mal da rein. Hm, Mensch. Super. Vor allem, da kannst du ja auch die Fläche deiner Wohnung, deines Hauses komplett anders nutzen, wenn du schwimmen würdest. So, da müssen wir nochmal rein. Let's go. Oh, da wollen aber viele was. Du bist der Mensch, der in unserem Dorf herumgezogen ist, richtig? Was für schicke Dekoration, was ist das für ein Ort? Wir vom Seevolk arbeiten jeden Tag hart. Dies ist ein Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Ich kann also nicht reinkommen, richtig? Schon gut. Die Spezies ist kein Hindernis für den Genuss, oder? Ach ja, du hilfst im Dorf, stimmt's? Ja, Schätze, so ist das fürs Erste. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Dieses Etablissement veranstaltet Seepferdchenrennen, die äußerst beliebt sind. Das jüngste Erdbeben hat die Quartiere zerstört und alle Seepferdchen sind davon. Sie sollten noch im Dorf sein. Kannst du sie bitte für mich einfangen? Okay. Da fällt mir ein, dass Marky mir ein Insektennetz gegeben hat. Wie wär's mit ein bisschen Live-Musik? Oh. Oh. Wunderschön. Vor allem, weil ich der einen Frau da unten gerade meinen Arsch ins Gesicht strecke. Ohne, dass sie es will. Wunderschön. Ja, danke schön. Ha, nicht schon wieder, du, nicht schon wieder, verdammt. Warum bist du so wütend? Junker, dieser Haufen Walkacke muss mich hier ausgetrickst haben. Meine Beluga-Pfeife. Ich habe meine wertvolle Pfeife an ihm verloren. Beluga-Pfeife? Ja, die Pfeife, die den Beluga überall im Dorf herbeiruft. Ich wusste, dass ich die Pfeife im Spiel nicht verwetten sollte. Mensch, kannst du sie für mich zurückholen? Ich? Ja, ich habe nichts mehr, da ich im Kartenspiel gesetzt habe. Ich bin pleite. Ich bin nicht gut im Kartenspielen. Ich spiele ein paar Runden zum Spaß. Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Okay. Beluga-Pfeife, haha. Die dir diese bissige Dame gegeben hat. Sie hat 5 mal hintereinander verloren und hat dann alles auf einmal gesetzt. Sie sah so aus, als ob sie sie brauchte. Kannst du sie mir zurückgeben? Nicht umsonst. Spiel Karten mit mir und gewinne, dann gebe ich sie der Frau zurück. Was ein nerviger Typ. Okay, wenn du das sagst, sicher, sicher, lass uns spielen. Oh Gott, Hilfe, Leute, sowas bin ich so schlecht. Ah, okay, Memory. Das schaffen wir doch. Ich wette jetzt, ich kann ja nur 10 wetten, ne? Oh Gott. Ja, okay. Was sagt er dann? Oh, du bist knapp bei Kasse. Okay, oh Gott. Okay, Leute, Memory. Erst dran. Okay. Falsch. Okay, auch falsch. Okay. Oh, wo war die? Die war doch hier, oder? Yes. Nice. Ach so, ich darf jetzt gar nicht mehr. Eigentlich sollte ich doch jetzt weitermachen dürfen. Shit, er hat auch welche, verdammt. Okay, die hatten wir auch noch nicht. Verdammt. Oh. Den hatten wir doch noch nicht, oder? Boah, Glück gehabt. Hatten wir den schon? Oh, wo war der? Fuck. Leute, wo war der? Wer hat sich's gemerkt? Wo war der? Tell me! Über der Qualle. Hier. Oh, seid so gut, Leute. Geil. Merci. Nein, der war hier oben. Oh Gott. Wo war der Seestern?
Wo war der Seestern? War der nicht hier oben oder so? Oben rechts, ne? Yes! Leute, wir sind so gut. Oh, den hat er jetzt, oder? Ja, das hat er sich gemerkt, der Sack. Okay, no problemo. Was hatten wir denn noch nicht? Die Krabbe. Was hatten wir denn noch für Karten? Noch nicht für Karten hier daneben, oder? Weil das ist dann die hohe Chance, dass wir die finden. Welche hatten wir noch nicht aufgedeckt? Ah, shit. Ich hoffe, das checkt er jetzt nicht. Nein, du Sack! Shit, jetzt sind wir gleich auf. Welche haben wir denn noch nicht aufgedeckt, Leute? Wo war die Krabbe? Die war doch hier, oder? War die Krabbe hier? Die Krabbe war doch hier, oder? Yes. Okay, wenn er jetzt die Karte findet, dann hat er nicht gewonnen, ne? Okay, jetzt sind eh wir dran. Unentschieden. Win. Ich habe gewonnen. Yes, Leute, wir haben gewonnen. Sehr gut. Yeet. Toll gemacht. Danke. Dank meinem Chat habe ich das geschafft. Ich danke meinem Chat, dass sie immer für mich da waren. Haha, ich glaube es nicht. Ich wurde von einem Menschen geschlagen. Mein Stolz ist verletzt. So. Naja, versprochen ist versprochen. Yes. Geil. Ich bin beeindruckt, Mensch. Das ist die Beluga-Pfeife, aber was? Du brauchst bei, um den Beluga zu rufen und zu reiten. Als ich mit dem Typen gespielt habe, bin ich bankrott gegangen. Hey, du kannst diese Pfeife haben, was? Aber ich weiß nicht, wie sie nutzen soll. Ach, das ist ganz einfach. Du musst nur irgendwo im Dorf diese Pfeife blasen und dann kommt der Beluga. Nun, ich bin sicher, dass ein begeisterter Spieler wie du im Spielsalon leicht Geld verdienen kann. Hm, ich sollte den Beluga rufen, wenn ich eine große Strecke zurücklegen muss. Cool. Nice, dann kann ich mit denen jetzt quasi... Hier, auf den Beluga kannst du dich schneller als normal fortbewegen. Geil. Okay. Dann gehen wir mal raus. Wir müssen noch die Seepferdchen fangen. Waren die nicht irgendwo hier in der Gegend, die Seepferdchen? Wie viele muss ich eigentlich fangen? Oder waren die draußen? Das ist halt jetzt die Frage. Wo muss ich die Seepferdchen fangen? Hm. Wo ist denn noch die Karte? Wer will denn noch was von mir? Vielleicht oben? Die Seepferdchen sind wahrscheinlich draußen, oder? Beluga-Taxi. Oder im Dorf, meintet ihr. Aber wo? Seht ihr irgendwo was? Hm. Keine einzige. Kein einziges Seepferdchen hier. Ah, hier ist noch was. Ah, da. Die sind markiert. Nice. Dann ist ja easy. Giraffenseepferdchen. Also die chillen ja alle irgendwo rum und haben so einen blauen Ding über dem Kopf. Okay, da ist noch einer. Bam. Hier noch zwei. Ist der Ball? Noch irgendwo eins gesehen? Vielleicht ist auch einer im Haus drin, kann es sein. Würde mich eigentlich nicht wundern. Wenn die irgendwo noch im Haus drin chillen. Ja, ich glaube auch, dass eins im Haus irgendwo noch ist. Süß, Beluga-Taxi. Oh. Nehme ich nachher das Beluga-Taxi. Okay, also ich glaube tatsächlich, dass wir noch in die Häuser müssen. Für die anderen. Oder wir haben hier irgendwo eins verpasst. Oh, süß, guck mal. Oh, cute.
So, in der Schmiede war ich ja, glaube ich, gerade drin. Da ist der Dude drin. Ja. Okay. Dann gucken wir nochmal in die Häuser. Okay, aber muss ich wirklich mit jedem Dorfbewohner reden? Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass gar nicht alle irgendwas wollen von mir. Oben links auf der Karte Bürgermeisterhaus ist da eins. Woher wisst ihr das? Okay, dann gehen wir mal hoch. Weil wie kann ich da ja gar nicht rein? Zu denen nach hinten, da komme ich gar nicht hin. Ich glaube, ich muss erst die Aufgaben erledigen und dann darf ich da erst hin, oder? Dorfeingang, Samenlage, Spiegelportal, Spielhalle, Brett. Ich habe das Spiel durch. Ui! Wir sind verteilt als im Haus des Bürgermeisters. Wo ist denn der Bürgermeister? Da ist hier oben bestimmt noch irgendwo eins. Ah, ich muss das große Portal benutzen, um hochzukommen. Ach so. Ah ja, okay. Sisi. Gut, dann machen wir das mal. Aus dem Weg! War hier. Ja, schöne Welt. Das haben sie echt schön gemacht. Okay, da muss ich rein. Ziump. Wieso kann ich das nicht benutzen? Ah, jetzt. Okay, nice. So, so. Da ist echt eins. Plump. Weißt du, vor ihren Augen fange ich eines ihrer Artgenossen, wie er vorhin gesagt hat. Mach genau das, was sie nicht soll. Cool, die Muscheln da oben. Ist so cute gemacht. Okay, muss noch irgendwo ein Seepferdchen sein. Und Quests. Gehen wir hier mal rein. Okay. Oh, niemand ist hier. Ich werde wohl später wieder kommen müssen. Okay. Der Poser da, dieser Poser. So geil. Okay, hier ist bestimmt noch irgendwo ein Seepferdchen. Komm schon, Seepferdchen. Stimmt irgendwo hier. Hier oben ist auch noch mal ein Portal, oder wie? Wie weit hoch kann ich eigentlich schwimmen? Schon ein ganz schönes Stück. Ah, da ist dieser Baum. Im Samenladen war noch eins. Da habe ich keins gefunden. Ich guck gleich mal. Wie der da unten wartet, bis ich endlich das Vertrauen der Dorfbewohner hier erreicht habe. Okay. Dann gehen wir noch mal in den Samenladen. Ab in den Samenladen. Da gibt es ja gar nicht so viel. Tempel, Portal, Haus. Tempel war ja keiner. Hier ist auch keins zufällig. Nee. Juhu, swoosh.
Achso, der war doch gleich hier. Oh, Dumplings, wie geil. Ich habe so Hunger schon wieder. Das Spiel macht irgendwie immer Hunger. Ah, tatsächlich. Dankeschön. Cool. So, dann gehen wir nochmal zurück. Und dann habe ich eigentlich, wo kriege ich denn die nächsten Aufgaben eigentlich? Sonst will ja keiner was von mir mehr. Wegen dem Spiel Sushi bestellt. Ich glaube, ich hole mir heute Abend auch Sushi. Ich habe richtig Bock. Ich bin angefixt. Danke für die Subs. Vielen, vielen Dank, Leute. Dankeschön. Total süß. Ja, die Musik ist auch total cozy. This is a cozy world. Schon echt süß gemacht. So. Girl, ich hab deine Seepferdchen. Oh, sieh an, du hast alle Seepferdchen zurückgebracht. Ich weiß gar nicht so einfach, war gar nicht so einfach, sie zu finden. Jetzt können wir ein Seepferdchenrennen wieder aufnehmen. Yay, 20 Vertrauen. Fange die Seepferdchen ein. Geil. Als Dank für deine Hilfe werde ich dir ein Seepferdchen vermachen. Wow, wo kann ich eins finden? Sprich mit Yami, die von der Rennstrecke. Die wirst du hier finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Spielsalon. Okay, welche war das jetzt? Das war die nicht. Nein, nein. Die ist hier gar nicht. Ah, die. Du meine Güte, du bist der Mensch. Ich bin Yami. Ich betreibe die Seepferdchen. Wie ich gehört habe, konntest du alle entlaufenden Seepferdchen zurückbringen. Ich habe es schon von Lindchen gehört. Oh, süß. Rede mit Yami im Spielsalon. Okay, aber kann ich die jetzt auch umbringen? Wow, ich habe solche Seepferdchen schon noch nie woanders, aber ich werde es jetzt nicht grillen, oder? Bring sie zu mir und ich werde sie fürs Rennen registrieren. Wo du schon hier bist, warum registrierst du dich gleich für ein neues Seepferdchenrennen? Wähle das Registermenü. Okay. Hier kannst du die Seepferdchen, die du gefangen hast, für die Rennen registrieren. Warum versuchst du es nicht gleich? Okay, komm. Let's go. Beenden. Rennen. So, hier kannst du die Strecke auswählen und ein Rennen beginnen. Ich schlage vor, du solltest am besten Strecke C für den Anfang nehmen. Okay. Hier steht, siehst du alle Teilnehmer. Möchtest du jetzt ein Seepferdchenrennen starten? Das ist süß. Die Ausdauer ist das Seepferdchen ist wichtig. Okay. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Witzig. Ach, witzig. Oh, halt. Feuere an, um das Tempo Seepferdchen zu erhöhen. Wenn deine Anzeige über das Grüne hinausgeht, wirst du langsamer. Es gibt verschiedene Klassen. Das ist witzig. Leute, ich bin Number One. Oh Gott. Springen. Verdammt, ich bin's nicht geworden, Mann. Oh, ich bin nur Zweiter geworden. Oh, beeindruckend. Naja, damit kann ich leben. Okay, das war süß. Danke. War sehr angenehm. So. Das Dorf verlassen. Ich muss eigentlich... Ich hole mal jetzt den Beluga, aber es bringt mir gar nichts, hier rum zu cruisen. Ich würde jetzt eigentlich gerne noch Vertrauen irgendwie bekommen von den Leuten, aber muss ich da einfach mit den Leuten reden, weil hat ja niemand mehr ein Ausrufezeichen, der irgendwas von mir will. Also ich sehe jetzt niemanden mehr, dessen Aufgaben ich erledigen kann. Ich gehe jetzt mal vielleicht hoch und frage den mal, ob das schon reicht. Ich glaube fast nicht. Wie angenehm die Geräusche von dem Spiel sind. Oh, süß. Der ist voll schön. Seeengel fangen, dann kommt eine Quest. Echt? Eine neue von hier, oder wie? Ach herrje, die Beben werden immer stärker. Mensch, beeil dich.
Ja, ich würde mich freuen, wenn du mir etwas helfen könntest. Du musst dir auch das Vertrauen des Dorfes erarbeiten. Sie haben viel Schlechtes über die Menschen gehört. Hilf zuerst den Dorfbewohnern. Okay, dann holen wir jetzt die Seeengel. Und dann kriege ich neue Dorfquests, oder wie? Gehen wir mal nach vorne raus, wenn die mich lassen. Ah, die Quests kommen immer im Gruppen neu, okay. Okay. Ja, so, dann gehen wir hier mal raus, gucken, ob wir irgendwo einen Seeengel finden. Und Quallen. Ich würde noch gerne mehr Quallen auch sammeln. Das mache ich jetzt auch gleich, wenn wir schon dabei sind. Oh, was sind denn das für interessante Fischis? So die, die wir immer haben, ne? Dass sie noch so stark sind, ey. Ist unfassbar. Was bist du denn? Oh, komm her, du kleines Scheißerchen. Sie immer noch sich losreißen, ist unfassbar. Boah, 3 Schüsse. 4. Boah, da habe ich schon gar keinen Bock mehr. Lass uns erstmal gucken, wie ich hier wieder hochkomme. Den ignorieren wir mal. Hier sind auf jeden Fall schon mal keine. Die nehmen wir mit. Die sind immer gut und gern gesehen. So. Ah, super. Da ist noch eine Muschel. Yes, I take diese. So, jetzt gibt mir diese süßen... Diese Süßis einfach. So, die töte ich jetzt auch mal alle. Because we need Quallen. Irgendwie kommen die gerade alle auf mich zu, kann das sein? Oh. Wow, Brudi, was ist los mit dir? Spinnst du? Der Arme, ey, wie er schreit so. So, du kommst mit. So, Dad. Schön die Quallen mitnehmen, Leute. Ich weiß gar nicht, ich hätte gar keinen Bock auf eine Qualle. Habt ihr schon mal eine Qualle gegessen? Das ist so... Also... Irgendwo hört es auch auf. Kann ich die auch? Schade. Ich wollte die gerne, bevor sie explodiert, essen. Ich glaube, die kann man auch holen. Okay, jetzt brauche ich nur noch einen von diesen süßen kleinen Flugdingerchen. Das muss doch irgendwo drin sein. Die Engelchen. Ich bin echt an den Tiefen des Meeres, sieht man wirklich, wie die Tiere früher auch aussahen. Richtig gruselig. So, alles so gegen den Kopf ballern erstmal. Dankeschön. Bin ich aber schon ganz schön schwer. Eigentlich brauche ich jetzt schon gar keine mehr. Ich bin schon zu voll. Lasst mich in Ruhe! Okay, it is what it is. Okay, die killen wir auch noch. Nein, ich will dich nicht einsammeln. Oh Mann, jetzt bin ich wieder so voll. Ich hab noch nie Qualle gegessen. Nee. Ja, ein Empfangnetz. Aber auch gegessen? Oh, bin ich dumm. Oh Gott, das wird jetzt
Glück haben wir hier Luft. Glück gehabt. Boah. Ich werde echt von allen Seiten hier einfach nur fertig gemacht. Dabei will ich doch nur ein Seeengelchen haben. Ein kleines. Seeengelchen, Seeanemone. Nix, ne? Einfach nix. Dann gehe ich jetzt hoch. Dann gehe ich jetzt hoch. Dort nachts vielleicht. Können wir nochmal nachts tauchen, weil wir auch dieses Foto machen müssen. Ist hier echt keins. Komm schon, gib mir eins. Sie waren doch immer welche. Nur eins. Ein einziges. Ist hier drin vielleicht irgendwas, wo ich ein bisschen schneller bin? Ich weiß, kann eh nichts mehr tragen. Wenn ich ja eins sehe, kann ich ja schnell was loswerden. Ist ja echt nix. Naja, ich würde jetzt fast hochgehen und dann abends nochmal schauen. Let's go. Es wird eh spannend, abends mal hier ganz runter zu gehen. Ich glaube, es wird grausam werden. Das wird ein horrible experience. Und die Quests von den Bewohnern, die kriegt man immer nur einfach so. Weil ich halt schon nochmal wieder echt gerne Geld hätte. Ich mache jetzt hier die ganzen Missionen mal fertig und dann kann ich wieder Geld scheffeln. Okay, wir müssen ja auch diesen Haiköder-Dingsbums da noch machen. Event in einem Tag, genug Quallen haben wir. Eine Bitte des Seevolks. Was macht er eigentlich, wenn ich jetzt nicht im Restaurant bin? Und er im Prinzip... Was bietet der dann an? An Rezepten. Und wie mache ich das mit den, mit den Rochen jetzt? Musik ist so cool abends. Dann gehen wir mal runter. Und ab wo, wann kriege ich die Rochen? Was? Nix, du musst immer ins Restaurant. Genau, aber jetzt bin ich ja nachts hier tauchen, deswegen bin ich ja nicht dort. Deswegen ist die Frage, wie ich die Rochen jetzt anlocke. Und wo? I got a bad feeling. So, hier ist so ein Computerspiel. so ein Retro-Game. Mal, ob wir unten jetzt vielleicht so, jetzt aber schnell runter hier. Ui. Okay. Irgendwie sind gar keine gruseligen Tiere da, aber wo kriege ich denn die Rochen her? Wahrscheinlich oben, oder? Oben. Können wir nochmal gleich hochschwimmen. Ich würde es gerne einfach mal dieses süße, kleine Dings haben wollen. Irgendwie ist es gar nicht so dangerous, wie ich gedacht habe. Oh ja, Luft. Sehr gut.
ab in die Tiefen, Leute. Hä? Das Restaurant ist noch geöffnet. Also lass uns nicht so weit hier hinaufgehen. Ach so. Kann gar nicht ganz nach unten. Ach so, ist das also interesting. Na gut, dann gibt's noch ein bisschen Barracuda oder halt nicht. Wo kriege ich denn die? Musst du nicht einfach nur Köder nutzen? Genau, aber wie nutze ich die? Also, wo finde ich die? Muss ich das irgendwo ablassen oder macht er das automatisch? Es sind nämlich auch gar keine Haie da. Es gefühlt gar nichts da. Tauchen noch nicht, aber schnorcheln sehr oft. Tauchen hatte ich ist immer sehr mühsam gefunden, dass man erst einen Kurs machen muss, was ja auch Sinn macht, aber irgendwie. Und Moränen gibt es hier auch gar nicht. Hier ist irgendwie gar. Oh doch, da sind es ja alle. Die Schweine. Shit. Oh, fuck. Uiuiuiui. Oh nein! Oh shit, ich habe keine Muni mehr. Oh! Hilfe, verpisst euch doch einfach alle. Schön gegen den Schädel, bam. Nochmal gegen den Schädel, bam. Kannst du bitte deinen? Please die. Ja, nice. Danke, dass du gedeiht bist. Thank you for the good fishy. Oh, das nehme ich doch gerne mit. Und dann nehme ich auch gleich mal meine Flasche. Dann kann ich den noch mitnehmen. So. So, die kleinen Schweine haben vorhin alle genervt. Die nehme ich jetzt alle mit. Warum bluten die denn alle? Habe ich die schon so fertig gemacht vorhin? Okay, wie machen wir das mit dem Köder? Oh, eine Moräne. Eine Moräne. Hello. Magst du einmal mitkommen? Die schreit so, oh, komm, Moräne. So, geil, eine Moräne mitgenommen. Okay, cool. Gucken wir mal weiter. Ich hätte halt gern irgendwo das mit dem Köder. Ich weiß nicht, ob das ein gewisser Platz sein muss, wo ich das mache. Den brauche ich auch mal wieder. Oder ob ich den einfach nur im Inventar... Nee, ich kann den ja gar nicht auswählen. Das heißt... Ich muss hier irgendwo einen Ort finden. Oh, eine Moräne. Hallo, Moräne. Ja, wer gibt wem jetzt... gut, Aale geben ja Stromschläge, ne? So. Und die Qualle fände ich auch super spannend. Bom. Oh, die ist schon längst dead. So. Oh, wie schön ist das denn hier? Wow. Wow. Yes. Wow, kann man hier nicht ein Foto machen? Das sieht ja total toll aus. Nein, nein, nein. Abbrechen. Wow. Vielleicht auf dem Boot. Der Typ wollte ja auch dabei sein, oder nicht? Ja. Aber ich dachte, das muss ich hier alleine machen. Ich mache das Foto. Voll schön.
Jetzt kann ich eh nichts mehr einsammeln. Ich gehe jetzt hoch. Also ich habe noch nicht verstanden. Irgendwie ironisch. Du rettest die Seemenschen, aber tötest ihre Mitbewohner. Das haben die ja auch vorhin gesagt. Um sie zu essen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Mit den Seeengel würde ich jetzt echt gerne mal machen. Und nächstes, morgen ist Quallendings, Leute. Quallendings. So, was darf sein, Freund? Der regt sich auf. Was? Seevolk, kaum zu glauben, dass etwas, das nur aus Legenden bekannt ist, wirklich existiert. Wenn es dort gutes Bier gibt, würde ich es gerne mal probieren. Ich glaube nicht, dass es Unterwassergetränke gibt. Da gibt es auch Wasserfälle. Okay, wer ist das? VIPs erschienen. Michael Bang, Meister. Michael Bang. Scheint der einzige Ort zu sein, an dem man was zu essen bekommt. Das hasse ich an diesen abgelegenen Regionen. Dieser heruntergekommene Ort kann unmöglich Sushi anbieten, das mich inspirieren würde. Hm, der wirkt unhöflich. Was darf's sein? Weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin der Filmregisseur Michael Bang. Moment, hast du nicht Roboter-Samurai gedreht? Ja, Glückwunsch, deine Augen funktionieren. Ja, ich bin der großartige Action-Filmregisseur Michael Bang. Kaum zu glauben, dass er sich von sich selber, dass er so von sich selber spricht. Ich drehe in dieser Gegend gerade meinen neuen Film, Der Stein, aber die Schlussszene will mir einfach nicht gelingen. Ich dachte, vielleicht würde mir etwas einfallen, wenn ich etwas Inspirierendes esse. Aber dies scheint nicht der richtige Ort dafür zu sein. Ich gehe wieder. Moment! Roboter-Samurai, das war ein richtig guter Film. Den habe ich mehrfach gesehen und jedes Mal hat er mich berührt. Ich erinnere mich nur an Explosionen. Wenn mein Essen dir dabei helfen sollte, noch so einen guten Film zu drehen, dann koche ich für dich gern. Oh, ein Fan, also ja. Vielen Dank, aber denkst du, du schaffst das? Ich habe extrem hohe Standards. Deswegen haben wir auch nur den allerbesten Reis. Gib mir nur 3 Tage und ich werde ein Gericht zubereiten, das deinen Kopf von nur eurer Inspiration dazu explodieren lassen wird. Hm, schön. In 3 Tagen bin ich wieder zurück. Ich hoffe, es wird keine Enttäuschung sein. Also, ich glaube, der hat echt nicht viel zu tun, wenn er in 3 Tagen wieder zurück ist, nur um das zu probieren. Weiß jemand, wie wir das mit den Rochen machen? Bancho, hast du einen Plan? Hm, Kochen ist eine Form von Kunst, daher sympathisiere ich mit dem Leiden eines anderen Künstlers. Ich werde ihm Essen zubereiten, das ihn inspirieren wird. Allerdings, er hatte mit einer Sache recht. Der Reis, den ich verwende, ist der Annam-Reis aus dieser Gegend. Es ist schon frustrierend, dass diese Zutat nicht besonders vielseitig ist. Ich habe eure Gespräche mitgehört. Im Punkto Reis, ich glaube, ich habe eine Lösung für euch. Hast du eine neue Idee? Das wäre sehr geil, weil dann könnten wir die anderen teuren Gerichte endlich machen. Gib mir einen Tag Zeit. Dann können wir Sushi aus 3 Arten von Fisch zubereiten. Titandrückerfisch, Harlekin, Zackenbarsch und Leopardforellenbarsch. Das sind viele Zutaten. Er mag es ja gern aufwendig. Das wäre cool, weil dann können wir, wie gesagt, unsere Sachen auch endlich machen. Michael Banks Inspiration. So, packen mal ein paar Sachen. Es werden hier immer mehr Sachen. Das ist ja furchtbar. So, wir machen jetzt mal ein paar teure Sachen drauf, dass ich wenigstens noch so ein bisschen Cash mache heute. Hier, Würfelquallen nehmen wir nicht. Kann man die ein bisschen veredeln? Nee, ist dann zu viel. Die würde ich jetzt mal draufpacken. Ihr meintet ja, ich soll immer nur eine draufpacken. Stimmt das? Und soll dann Autokochen verwenden? Oder ist es doof? Macht er dann zu viel? Autokochen für Zutaten bei diesem Gericht beginnen. Was bedeutet das? Schmeißt er dann Sachen weg? Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Ist hier jemand, der mir das mal wirklich erklären kann, warum Autokochen sinnvoll ist und warum es nicht besser ist, einfach 5 von denen auf die Karte zu packen? Bei mir wurde gesagt, bei Autokochen macht er gleich mehrere Sachen und die, die nicht gegessen werden, schmeißt er weg. Also Autokochen heißt, der produziert einfach die ganze Zeit durchgehend das, ne? Und das ist ja eigentlich blöd, ohne dass die Bestellung kommt, oder? Hallo an alle, schön, dass ihr da seid. Dann, bei Autokochen kocht er nur so viel, wie gebraucht wird. Bei Autokochen hast du keine Reste. Okay, also mache ich immer 1 und Autokochen oder mache ich 5 und Autokochen? Weil was macht der Unterschied, ob ich jetzt 1 drauf packe oder 5 Stück? Wenn du Autokochen 1 machst, macht er immer, wenn es leer ist, ein neues. Im schlimmsten Fall wirfst du 1 weg. Okay, wenn ich 2 mache, wirft er halt 2 weg, ne? Okay, ich mache jetzt aber trotzdem mal Autokochen, weil es einfach stressfreier ist. Was ist das hier? Kann ich das veredeln? Ja, let's go.
Das bringt richtig viel. Da mache ich jetzt auch einfach mal eins drauf. Autokochen. Das hat ja richtig was gebracht, ey. So. Moräne. Da haben wir aber auch dieses tolle Moränendings hier. Wenn ich das für edel... wird es halt nochmal ordentlich teurer. So. Und dann packen wir auch eins drauf und machen einmal Autokochen. So. Wird immer teurer hier der Laden, du. Das kann ich auch machen. Eins aber nur. Das bringt halt gleich 200. Das ist halt mit dem Salz. Tigermoräne. Auch nicht schlecht. Der bringt gar nicht mal so viel. Ich guck gerade, dass ich jetzt aus der Nacht das meiste hier rausquetschen kann. Der ist halt auch gut. So, auf einer Speisekarte steht immer nur ein Menü drauf. Wäre ja doof, wenn auf der Karte 3 dasselbe steht, oder bin ich falsch? Ja, was meinst du? Den, kann man den veredeln? Ja, da brauche ich diesen Kopf. Die bringen auch noch gar nicht viel. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr fangen. Die bringen ja kaum Geld. Also die machen die Leute halt sehr glücklich. Das ist auch gut. Dann packe ich die halt noch drauf. Autokochen. So. Haben wir noch zwei Slots. Der bringt richtig viel. Den packe ich jetzt auch drauf. Und dann gibt es noch das. Weiß ich noch nicht drauf war. Okay. Und dann let's go. Okay, wir haben jetzt 2 im Service, 3 im Service. Das ist sehr gut. So. Kommen Sie, kommen Sie. Der andere Koch, der kocht mit, deswegen geht's schneller, ne? So, sind schon mal glücklich, das ist gut. Ja, endlich geht der Laden mal hier richtig los. So, die Moränendinger bringen richtig viel Cash in die Hütte. Ich bin heute ein bisschen später gekommen, alles gut. Ich bin auch eine sehr spontane Streamerin, I know. I know, I know. So, hier bitte schön nicht nervös werden, der schaut schon voll aggro. So, machen wir das mal sauber. Die anderen machen den Rest. So. Hier bitte schön. So, jetzt ist es glaube ich auch gleich leer. 1 von 4 noch. So, das war noch eine super Nacht. So, nice. Yes, wie viel haben wir gemacht? Wahrscheinlich nicht so viel, was war nur die Hälfte des Abends. Ja, 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 doch. Doch, 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 doch. Das war gut, das war gut, das war gut. Okay. Also, Engelchen, diese Dinge abfotografieren. Und wenn ich die Engelchen mache, kriege ich neue Quests fürs Dorf. Ja, heute ist die Party. Hey, hey da, Dave, hast du gut geschlafen? Nun, schätze schon. Ha, nun, ich war die ganze Nacht wach und habe an etwas gearbeitet. Woran arbeitest du denn? Ich zeige es dir. Steig ins Boot zur Fischfarm. So, dann gehen wir gleich ins Restaurant, pimpen die Quallen und dann... Oh, was ist das für ein Ort? Ich habe ein paar Speisen im Restaurant probiert. Und das ist der einzige Reis, den wir hier finden können. Bancho besitzt großartige Fähigkeiten, aber mit dieser Art der Körnung wirst du den Ansprüchen des pingeligen Filmregisseurs sicher nicht gerecht. Da du sowieso noch ein bisschen länger hier bist, dachte ich, du könntest mir beim Anbau von weißem Reis helfen. Wow, das ist sehr schön. Hm, die Sache ist, dass ich kein besonders guter Farmer bin. Ich habe gesehen, wie beschäftigt du den ganzen Tag bist. Ich helfe dir ein bisschen. In der echten Welt dauert es etwa ein Jahr, um Reis anzubauen, aber das hier ist ja kein Reisanbausimulator. Du wirst schon in 2 bis 3 Tagen Ergebnisse sehen können. Oh, es ist nur so, dass ich mir die Beine verletzt habe. Du musst das Unkraut herauszupfen. Natürlich. Wenn wir dafür guten Reis erhalten, ist es kein Problem. Die Vorstellung, dass es direkt hinter dem Restaurant ein Reisfeld gibt, das ist wirklich schön. Muahaha, schön, dass dir gefällt. Oh, was den Zustand des Reisfelds angeht, die Technologie hat echte Fortschritte gemacht. Und du kannst eine Mobile-App nutzen, um danach zu sehen. Die App heißt FarmNow. Ich werde dich jeden Morgen per App auf den neuesten Stand bringen.
Da fällt mir ein, ich erinnere mich daran, dass ich noch ein Farmfrischling war. An einem sehr heißen Tag begab ich mich in einen Bauernhof in Thailand. Ich ruhte mich im Schatten aus, als ein weißhaariger Dorfvorsteher zu mir kam. Es reicht! Naja, jetzt beruhige dich. Wie der Zufall es so will, sehe ich da drüben ein paar Unkräuter. Geh hin und zupf sie raus. Geil, weil dann können wir endlich unsere ganz teuren Rezepte machen. So, das heißt, ich muss immer wieder vorbeikommen und hier ein bisschen rupfen. Du entfernst das Unkraut und ich kümmere mich ums Gießen. Sogar der anspruchsvollste Regisseur wäre mit so einem hochwertigen Reis zufrieden. Cool. Otto wird auf der Farm Reis für dich anbauen. Wenn du ihn nicht oft genug besuchst, um das Unkraut zu entfernen, kann der Wert des der Bodengesundheit sinken. Okay, das heißt also immer vorbeikommen und gucken, dass alles schee ist. So. Okay, Brudi. Heißt also, wir sehen uns morgen. Ja. Verwende weißen Reis von der Farm. Ja, gut. Okay, dann komme ich morgen wieder. Geil. Ich weiß noch nicht, wie lange ich livestream. Es macht gerade echt Spaß. Ich geh noch mal kurz ins Sushi-Restaurant und guck, was so bei den Quallen geht. So, Forschung. Forelle. Das bringt mehr. Holzmakrele. Yay. Okay, sehr gut. Dann gucken wir kurz mal beim Personal an. Da würde ich nämlich sie gerne einmal trainieren. Ja, cool. Und ihn würde ich auch gern nochmal trainieren. Ja. Yes. Und ihn eventuell auch nochmal. So. So, die Katze kann ich füttern. Füttern. Okay. Süß. Was bekomme ich dafür? Oh. Ah, einmal pro Tag. Okay, cool. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Also, was ist das? Das ist Qualle. Die packen wir drauf. Auto kochen. Okay, so. Dann haben wir noch Sushi. Zigarettenhai. Seeegel. Hier. Qualle. Boah, ist das ganz Neues, wenn er die Quallen veredelt. Das muss ja richtig fesch sein. Geil, wie er einfach abgeht. So verfeinert man eine Qualle. Ey, es ist so geil gemacht, einfach nur, ich lieb's. Geil. So, dann packen wir die auch mal drauf. So. Makrele, Sushi, Rippenqualle. Die kann man auf jeden Fall veredeln. Und dann packen wir die auch einmal drauf. Und dann haben wir doch bestimmt noch irgendwo eine Qualle, oder? Hier, die. Hat die schon drauf? Nee. Spiegeleiqualle. Genau, die machen wir auch drauf. Und das war's, glaube ich. Ah, das ist auch ein Quallensushi. Oh, das muss auch auf jeden Fall drauf. Auch wenn es es nur einmal gibt, aber... Und ansonsten würde ich einfach anderen Stuff noch draufpacken. Vielleicht sowas? Das ist denn doch so richtig schön teuer. Dann packen wir den einfach noch drauf. Ich glaube, der war schon drauf, ne? Haben wir noch die Rezepte? Die können wir alle nicht machen. Da fehlen uns einfach zu viele Sachen. Auch der Reis hier, die sind richtig teuer. Die kann man dann endlich mal machen. Veredeln. Sonst machen wir halt den drauf. Okay, passt. Bin ich zufrieden mit. So, dann gehen wir zurück zum Boot.
Ab zum Bild. Autokochen habe ich gemacht, aber bei manchen konnte ich kein Autokochen machen, weil ich nur ein Rezept habe, nur noch. So, dann lass mal gucken. Geht auch nichts. Pimpen kann ich auch nicht. Oh, kann ich. Herstellen. Das wäre geil, der macht dann Gift. Mhm. 60% Feuerschaden. 40% Chance auf Betäubung. 4 Schaden alle eine Sekunde. Finde ich nicht viel. Ich würde eher lieber das machen. Und da brauche ich noch Zahn eines Weißspitzenriffhais. Also wenn ihr irgendwo einen Riffhai seht, schreit. So. Dann mal ganz kurz nochmal anrufen. Und zwar den... den da. Hm, es geht niemand ran. Okay, dann kann ich das wahrscheinlich gerade noch nicht machen, oder? Wächst. So, ich geh nochmal kurz auf die Cookstar-Sache. Yay. Gut. Dann... gehen wir mal rein ins Meer und gucken, ob wir echt noch diesen verdammten Seeegel da unten holen, den Seeengel. Und vielleicht finden wir Weißspitzenriffhai. Ich würde gerne diesen fetten Hai umbringen. Ich schwimme da jetzt mal in die Richtung, vielleicht finden wir den und können den ermorden. Digitales Ermorden. Flatsch. Der war ja eigentlich immer so auf der Höhe 400, oder? Die sammle ich alle gar nicht mehr. Ich sammle jetzt nur noch die unten. Die bringen am meisten. Irgendwie endet der Typ mit den orangen Haaren nicht an Dalu wegen dem Bandana. Okay. Wo war denn der Hai nochmal? Auf der Höhe, oder? Damit kann man halt auch diese eine Suppe machen, die diese eine da essen wollte. Dem ist auf dem Sack, Kollege. Okay, dann tut's halt jetzt weh. I warned you. War der nicht hier auf der Höhe irgendwo? Boah, den würde ich nämlich gern angeln. Hier bei den Schiffen war der doch. Der Riesenhai. Da war der irgendwo. Jetzt schwimme ich mal ein bisschen nach rechts. So. Ja, ich sammle schon wieder zu viel, ne? Hier war der doch dann irgendwo. Und da dachte ich mir so, oh no. Oh. Ey, du dummer Sack, echt, ich sag's dir. So, mitten durchs Herz. Auch nochmal jetzt wegen dem blöden Penner. Heilung. Cool, dass auch die Luft dann quasi als Heilung steht, dass man da nicht so einen extra Balken nochmal braucht. Extra Balken. Also hier war der auf jeden Fall vorhin. Ah, da ist er doch. Oh Gott, Leute, ich hab so Schiss. Oh Gott, ich hab Respekt. Wow. Das war ja voll die schwache Nummer hier. Okay, Kollege, zeig mal, was du hast. Tigerhai. Boah, ich bin schon voll. Okay, jetzt gucken wir, ob wir unten den Engel finden und dann weg hier. Das war ja easy. Vor dem hatte ich Schiss. Vor dem hatte ich Respekt.
Aber es wäre einfacher gewesen, in den Spiegel zu glotzen, aber dann hätte ich diesen fetten Fisch nicht bekommen. So, jetzt runter da. Die nehme ich immer gern mit. Ich muss auch wirklich mal... Du hast Schrott getötet. Scott getötet. Ich dachte gerade Schrott, hä? Scampies, I love them. So, hoffentlich ist da unten jetzt noch ein so ein Engelchen. Gib mir ein Engelchen. Ganz schön schwer, 1 Kilo, ey. So, ein Engelchen. Please. Just one. Verlangen gar nicht viel. Die sind immer hier. Ein Engelchen. Hier ist keins. Gibt's doch nicht. Ah, da oben. Ja, erstmal die Luft holen. Ja, finally. Puh, alles fertig. Sollte ich wieder hoch? Cool. Kann ich davon jetzt ein Foto machen oder ist der sauer, weil ich die eingesammelt habe? Um Gottes Willen. Oh mein Gott, was? Der ist richtig sauer. Oh mein Gott, was? Moment, was ist das für ein Ort? Oh nein, bitte nicht. Ich habe keinen Bock auf den Endgame. Oh nein, das ist so ein riesiger Seeengel. Nein, Seeengel sind doch nett. Oh nein, das ist mein Gegner. Ich habe wohl keine andere Wahl zu kämpfen. Also gut, erst besiege ich ihn. Oh, ich bin doch so voll. Das ist natürlich super, ne? Oh mein Gott. Als ob ich Respekt habe? Ja, aber er ist genauso langsam wie ich. Das ist schon mal gut. Nein, aua, aua, aua. Boah, du Sacker, ey. Leave me alone. Oh nein, jetzt verpestet er mich auch noch. Oh Gott. Gott, Hilfe. Es tut so weh. Ey, Kollege, hau mal ab jetzt, ne? Jetzt reicht's mir. Shit. Oh! Okay, ich muss mal schnell weg hier. Der macht mich richtig platt. Ich sehe Seeengel ab jetzt mit ganz anderen Augen. Puh, was für ein Monster. Es tut immer noch weh. Mal sehen, ob hier etwas Nützliches herumliegt. Erstmal um mich kümmern, Mann. Mir geht's total schlecht. Puh, was ein Krampf. Nix da, der Arme. Der hat mich einfach angegriffen. Wahrscheinlich, weil ich seine Babys alle gefangen habe. Wow. Und ein Bild von dem Papa. Oh, da drüben ist was Glitzerndes. Ich soll... Oh nein. Das dumme Ding hat den Vater von der umgebracht. Das ist ja furchtbar. Oh, ein Foto von Maki. Das nehme ich mit nach oben. Oh, wie grausam. Oh, das ist aber traurig. Sad. Sad. Okay, dann baue dir, triff Maki in der Sushi-Bar. Das machen wir jetzt kurz, dann schließen wir mal die Quest ab. Oh. Furchtbar. Oder war das vielleicht der Vater? Hat er sich verwandelt? Kann es sein? Hier, der Seeengel, um den du mich gebeten hast. Er ist so hübsch. Danke, Dave. Und hier, das habe ich auch gefunden. Hm, ist das ein Foto von mir? Da war ein riesiger Seeengel. Das habe ich in seinem Unterschlupf gefunden.
Da ist ein Knopf auf der Rückseite, was das wohl ist. Rauschen. Ach, ist eine Nachricht vom Vater. Boah, es wird ja richtig deep jetzt hier. Mark, hier ist dein Vater. Wenn du das siehst, dann ist meine Expedition wahrscheinlich gescheitert. Es tut mir leid, dass ich mich nicht richtig um dich gekümmert habe. Mein Arbeitseifer hat aus mir nicht gerade den besten Vater gemacht. Und viele Freundschaften konntest du auch nicht schließen, weil wir wegen meiner Arbeitssucht umgezogen sind. Ich wünschte, du könntest mir vergeben, dass ich so ein schlechter Vater war und ein glückliches Leben führen. Und dein Traum, Köchin zu werden. Oh, ich hoffe sehr für dich, dass er in Erfüllung geht. Ich werde dich von weitem aus beobachten. Verliere also nie dein Lächeln. Oh, sad. Dann kann sie bei uns anfangen. Das ist mega toll. No, danke. Ich find's auch ganz toll mit euch. Macht voll Spaß. Voll schön, dass ihr für sowas open seid. Danke für dein Gameplay zu The Escape Together. Ich finde das mega. Danke dir, dass du es dir angeschaut hast. Total süß. Ja, Five Nights at Freddy's haben wir durchgespielt. Heute Abend auf dem Kanal. Das war wohl alles. Sei nicht so aufgewühlt. Dein Vater hat dich scheinbar sehr geliebt, Marky. Bitte lass mich hier arbeiten. Was? Einfach so? Ja, mein Vater würde nicht wollen, dass ich so traurig bin und mich gehen lasse. Ich möchte ihm zeigen, dass es mir gut geht und dass ich hart arbeite. Und weil du dich um mich gekümmert hast, mir geholfen hast, möchte ich dir jetzt auch gern helfen. Hm, Bancho, was denkst du darüber? Hm, das Mädchen hat Temperament. Ich mag sie. Du kannst ab heute hier arbeiten, bevor du wirst, aber du wirst keine bevorzugte Behandlung bekommen. Ja, verstanden. Ich werde fleißig sein. Kinderarbeit? Fragezeichen. Besiege die Seeengelkönigin. Cool. Ist jetzt eine neue Angestellte. Kann ich dann sie auch einteilen? Ja. Die will ja kochen. Dann direkt mal ab ins Training, wenn ich es mir leisten kann. Ja. So. Cool. Nice. Cool. Dann weiter. Aufs Bild. Jetzt können wir eigentlich, haben wir jetzt neue Aufgaben bei den Dorfbewohnern? I'm not sure about this. Okay, gucken wir einfach mal. Kinda cute. Knur betreibt Kinderarbeit. Nein, die betreiben Kinderarbeit. Ah ja, es gibt neue Aufgaben. Cool. Was darf es sein? Oh nein, was ist los, Mima? Ich muss Gäste bedienen, aber mir fehlt eine Zutat. Sag mal, könntest du dich für mich in die Tiefen wagen? Was brauchst du? Oh Mann, du hilfst mir? Nun, ich brauche Kelchkoralle. Du findest sie wahrscheinlich in der Nähe der Walknochen. Oh nein. Walknochen? Ich glaube, ich habe sie schon mal gesehen. Oh nein. Ich weiß, wo das ist. Da, wo die ganzen großen Krabben am Boden rumchillen. So, wer hat denn noch alles Aufgaben? Ich nehme die Aufgaben jetzt mal alle an, weil wenn ich nachher raus muss, dann erledige ich die gleich alle. Questions. Eigentlich ist es so, die nutzen mich alle nur aus. Und dann haben sie Vertrauen, weil sie wissen, geil, wenn der kommt, können wir wieder ausnutzen. Der Ball ist weg, ne? Habe ich recht? Was soll ich machen? Kinder, was geht hier vor sich? Nun, wir haben vor dem Dorf Ball gespielt, als plötzlich ein Riesenmaulhai aufgetaucht ist. Er hat unseren Ball verschluckt. Riesenmaulhai? Du meinst ein riesig? Ja, kannst du ihn für uns zurückholen? Der sah wirklich furchteinflößend aus. Schnief. Oh, in Ordnung, ich bringe ihn dir zurück. Wow, hab tausend Dank. Es ist zu schwer, Kinder einen Wunsch abzuschlagen. Finde den Ball des Kindes. Okay, wo befindet sich der dann? Hier jetzt oder alles draußen? Hust, hust. Oh, fühlst du dich nicht gut? Mensch, das geht dich gar nichts an. Hm, du siehst sehr krank aus. Soll ich dir sowas wie Korallenbrei vorbeibringen? Wie kann ein Mensch Seevolknahrung zubereiten? Ramu hatte mich schon einmal darum gebeten. Lügen. Den Menschen kann man nicht trauen. Hm, nun, es sieht so aus, als würde er benötigt. Also werde ich Bancho um die Zubereitung bitten. Die Zutaten waren Federkoralle und Lilienkoralle, richtig? Okay. Easy. Ich bin heute mal durchsichtig, ja. Ist der neue Trend. Neben Fallschirmhose und Bauchfreitop ist durchsichtig das neue In. Du
siehst nicht gut aus. Stimmt etwas nicht? Ach, Menschen. Mein süßer Selgio ist verschwunden. Der Selgio? Ja, das ist mein zahmer lilaner Kalmar. Er war weg, als ich auftauchte. Naja, er ist schon einmal verschwunden. Er ist der Leuchtqualle gefolgt. Eine Leuchtqualle? Mensch, kannst du Selgio bitte für mich finden? Er ist schüchtern, aber wenn er ruhig ist, kannst du ihn in diesem hochwertigen Futter anlocken. Verstanden, ich werde es versuchen. Ist das alles draußen? Weiß es jemand? Sind das alles Quests, die ich jetzt draußen erledigen muss? Die nutzen mich alle voll aus. Ich fühle mich ausgenutzt. Genau, die Gläser, die Gnu. Steifvater Glaser. Ja, sieht man das? So, ich bin wirklich voll durchsichtig, sehe ich jetzt. Aber ist doch schön. Ich bin transparent zu euch. Und mit euch. So eine schöne Musik. Oh, du musst hier fremd sein. Möge König Leons Segen mit dir sein. Hallo, was ist das für ein Ort? Oh, hier gedenken wir König Long. Und hier bewahren wir auch unsere historischen Aufzeichnungen auf. Ich habe vor Tenz hingehört, dass du unserem Dorf hilfst. Ja, nun, das wäre es erst einmal. In diesem Fall gibt es da etwas, bei dem du uns helfen könntest. Bald findet im Dorf eine Hochzeit statt. Ein Erdbeben hat vor kurzem allerdings die Steinplatte zerstört, die wir für die Hochzeit brauchen. Ich hätte sie an einen sicheren Ort aufbewahren sollen. Das klingt wichtiger. Wie kann ich euch bei einer solchen Aussage helfen? Als sich das Seevolk nach Frei im Meer bewegen konnte, hinterließen wir ein paar Aufzeichnungen in menschlichen Gewässern. Oh, er meint bestimmt den Aufzeichnungsraum des Seevolks. An einem dieser Orte sollte mit Sicherheit eine Steinplatte sein. Hilf mir, Mensch. Hm, es war ein Lied für eine Hochzeit, richtig? Ich denke, ich sollte erst zum Aufzeichnungsraum des Seevolks gehen. Alles klar, ich werde die Platte zurückbringen. Würdest du das für mich tun? Ich bin dir wirklich dankbar. Möge König Slongs Segen mit dir sein. Ich muss die ganze Zeit an König Schlongs denken. König Schlongs, Schlong. Okay, dann haben wir alle Quests angenommen und ich glaube, dass die Quests draußen sind, oder? Habe ich recht? Don't think that there are here, my friends. Geh mal raus. Raus. Schön ist in dem Spiel, die zeigen einen ja an, was man braucht. Die sind ja markiert, die Sachen. Das liebe ich. Wusstet ihr, dass Sirenen die hübschesten und Meerjungfrauen die gruseligen sind? Ich finde Sirenen generell sehr gruselig, weil die sich ja in eine Gestalt verwandeln, die die Seemännern vorgegaukelt haben, um sie anschließend zu töten. Ach ja, auf einmal sind die überall. Kann man die eigentlich auch essen? Einmal schwimmen die Säcke überall rum. Ja, ja. So. Also irgendwo unten. Oh. Hm, ist das eine Leuchtqualle? Vielleicht führt sie uns die Qualle zum Linchens Kalmar. Ich wollte gerade sagen, die wollte ich eigentlich gerne ermorden. Weil die so schön ist. Wow, look at this beauty. Look at it. Oh. Oh, ist das nicht der Ball, den der Hai verschluckt hat? Jo, deswegen so sorry. But you are gonna die. In your face. Oh. Ah, du bist so eklig. Ich hasse dich. Boah, ist das Ding anstrengend. So. Ruhe bitte! So, ich hab den Ball. Ganz viel Fleisch.
Wo ist jetzt die Qualle hin, verdammt? Ist sie nach oben? Die ist nach oben, oder? Sirenen waren nicht Wesen aus Menschen, genau. Mischwesen aus Mensch und Vogel. Ach, stimmt, 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 sorry. Sirenen sind ja die Vogelfrauen. Ja, ja, sorry. Hier befindet sich ein kleines Loch, vielleicht ist er hier drin. Versuchen wir mal, die Taschenlampe zu benutzen. Wo ist der kleine Sack? Oh, da ist er doch. Oh, der hat Angst. Oh, ich glaube, ich habe gerade Linz Salmar gesehen. Oh. Der arme Chiss. Wo ist er denn? Da ist er doch. Komm, jetzt scheiß dich nicht ein. Da bist du ja. Okay, ich bin sicher, dass er da drin ist. Sollen wir mal nachsehen? Ja, du kannst doch jetzt einfach die Nahrung holen. Um es anzulocken. Nein, wir töten das nicht. Keine Sorge. Er scheint sich etwas beruhigt zu haben. Wir sollten versuchen, ihn nach draußen zu locken. Versuchen wir erstmal hier mit dem hochwertigen Futter. Muss ich weg oder wann kommt der jetzt? Achso, ich muss da noch was reinpacken. So, jetzt. Haben wir vorhin Part 1 angesehen. Süß! Part 2 müsste jetzt schon oben sein. Da, benutze das Insektennetz, um ihn zu fangen. So. Tot. So, jetzt töten wir mal noch diesen Wal da unten. Und die Qualle haben wir jetzt auch. Ruhe bitte! So, einmal aufslicen. Nochmal. Wunderbar. So. Wir müssen noch dahin, wo diese ganzen Knochen waren. Ich weiß gerade aber nur nicht mehr, wo die waren. War ein bisschen weiter unten. Für diese eine Zutat, diese Koralle. Und die anderen für die Heilung finde ich weiter oben. Aber das würde ich tatsächlich nochmal ganz gern machen jetzt. So, lass mal hochgehen. Oh. Oh, hallo. Ich tu dir nichts, wenn du mir nichts tust. Na, ja, die tun dann echt nichts, wenn man ihnen nicht tut. Ist eigentlich voll süß. Please don't throw me on my nerves. Das Game ist voll schön. Weiß nicht, ob ich davon noch welche brauche. Hier nochmal Lufti. Taschenlampe hole ich mir, dann gehe ich da runter, weil ich glaube, da unten ist das, was ich brauche. Diese Koralle.
Und zwar genau da, wo nämlich diese blöden Krabben sind, die ich noch nicht ermorden konnte. Da habe ich die Schale noch nicht eliminieren können. Hier war das doch irgendwo, oder? Diese Knochen? War das nicht hier irgendwo? Und dann brauche ich ja nur noch das für diesen Typen, diese Heilung. Hier war das doch, diese Knochenteile. Oder doch nicht? Ach stimmt, ich muss da ganz runter, gell? Oh super, das macht mir natürlich Spaß, du. Hier, die Waffe nehme ich mit. Jetzt bin ich ja wieder hier. Dann war das doch weiter hier. Aber das kriege ich nicht auf. Ich finde es gerade irgendwie nicht. I can't find it. Und dann gehe ich mal den anderen schon mal ihre Aufgabe. Jetzt habe ich auch langsam genug Fleischi. Ja. Und das ist nix. Okay, rein ins Dorf. Yeet. Du hast mehr Angst vor den Krabben als vor den Haien. Ja, weil ich mag Krabben gar nicht. Krabben sind so gruselig, finde ich. Die zwicken einen so. Beim Hai ist direkt tot, das merkst du nicht so. Nee, aber die Krabbe, die war einfach unbesiegbar. Die Haie, die kann man dann schon irgendwie mal irgendwie wenigstens eliminieren. Und bei den Krabben, ich habe den Granaten draufgeschmissen, das hat dir nichts gemacht wegen der Schale. Das heißt, ich glaube, da muss man noch eine neue Waffe bekommen oder so. Das heißt, wir haben jetzt den Ball und das andere Ding. So, hier, bitteschön. Okay. Im Gegensatz zu dem, was du uns erzählt hast, sind die Menschen wohl nicht so schlecht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Mensch. Cool. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz hier rein. Und geben ihr dann den Kalmar zurück. Und dann fehlt eigentlich nur noch das mit dieser Qualle oder dieses Gewürz. Oh, ich hatte Angst, meinen Begleiter nie wieder zu sehen. Er war nicht gerade einfach, deinen Begleiter hierher zu bringen. Ich werde dafür sorgen, dass es nie wieder passiert. Nice. Mit nur noch einer Aufgabe. Oh, süß, ich habe ein Porträt bekommen. Das kann ich im Restaurant aufhängen. Süß. Genau, es gibt doch jetzt viele Aufgaben. Dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. War in der Spiegel. Weil wir haben jetzt auch voll viel neuen Fisch. Und dann gucken wir, dass wir diese einen Heulkräuter. Die einen Heulkräuter. Die Heul. Heilkräuter für den einen Dude noch bringen. Dann haben wir nämlich 100%. Die Heul. Heulleise Kräuter. So, Boot. Geil. So diese Teleport-Möglichkeit hat. Und dann kann man direkt von hier in die Tiefen. Das ist schon sehr praktisch. Das ist schon sehr praktisch, meine Freunde. So. Oh, schön. Guck mal, das Graben, das Quallenfest. Dave, ich bin bereit, um Fotos von den Mantarochen zu machen. Ich habe einige Lichttechniker angestellt, um die Leuchtung an den richtigen Stellen anzustellen. Oh, du musst ziemlich viel Geld ausgegeben haben. Ah, so eine Gelegenheit darf man sich nicht entgehen lassen. Sie sagten mir, dass die Beleuchtung in einer Tiefe von 20 Metern angebracht wurde. Kannst du sie überprüfen? Ich erwarte großartige Fotos. So, das mache ich aber nicht jetzt. Ich gehe jetzt zur Quallenparty. So, die lasse ich mir nicht entgehen. Für nichts und niemanden. Ab zur Sushi Farm. Quallenparty. Sieht das geil aus. Ist das schön. Zwiebeln sind Heulkräuter. Definitiv. Schön. Schön, schön, schön. Ist das geil. Okay, ich habe das ja alles schon vorbereitet. Dann würde ich sagen, let it roll. Warte mal, können wir noch irgendwas... Nee. Oh doch, wir können noch eine weitere Seeengel-Königssuppe. Boah, die machen wir. Boah, die ist richtig teuer. Moment mal. Die würde ich gerne auf die Karte packen. Tauschen. Wo ist die? Wo ist die?
Hä, wo war denn die? Da. Ach so, dafür brauche ich nochmal Salz. Ach Mensch. Na gut, dann machen wir diese Spiegelei-Dings. Seeengel-Sushi. Veredeln. Boah, der ist gut. Yes. Der bringt richtig Cash. Können wir auch veredeln. Kann ich den nochmal veredeln? Easy. Nochmal. Nee. Den packe ich jetzt mal drauf. Okay. Yes. Und dann machen wir hier einmal Autokochen. So, wir haben jetzt Quallengerichte. Okay, let's go! Okay, Leute. Let's go, wie süß die hier kochen. Das ist so lieb gemacht. Okay, let's go. Die wollen alle nur Quallenzeugs, ne? Fressen jetzt alle Quallen weg. Direkt. Instant, schon weg. So, Moment, dann hole ich nämlich direkt was Neues aufs Menü. Die ist leer. Würfelquallen Sushi haben es direkt aufgefressen. Dann machen wir mal tauschen. Was haben wir hier noch? Den machen wir dann drauf. Okay. Ja, und dann machen wir einmal Autokochen rein. Let's go. Ganz schön absurd eigentlich. Die kommen von einer Quallen-Session. Schon wieder eins weg. Das ist auch weg. Die kommen von einer Quallen-Session. Kann ich das Auto kochen? Yes. Okay, nice. Und haben sich mit Quallen beschäftigt. Und was macht man dann am liebsten? Die essen. Boah, sind ganz schön ungeduldig, die Leute. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich komme nicht hinterher. Oh mein Gott, Leute, wir kommen nicht hinterher. Leute, wieso seid ihr denn so lahm? Oh nein, die erste Kundin geht. Ah. Nein, nein, verdammt. Oh, wie ätzend. Jetzt muss ich es wegschmeißen. Leute, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von euch. Ah, oh, verdammt. Verdammt. Okay, so, kann es weiter kochen. Uff. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Noch nie so viele Kunden verloren. Oh nein. Muss ich das dann wegschmeißen? Kann es sich nicht bitte nochmal jemand... Oh, verdammt, wie schade. Oh Gott. Das war eine Katastrophe. So viel tolles Sushi wegschmeißen. Oh Gott, katastrophal. Furchtbar, aber richtig viel Cash gemacht. Puh. Das tolle Sushi. Wie traurig ich es in der Hand halte. Aber hey, wir haben richtig viel Umsatz gemacht. So viel wie noch nie. Look at this. Yes, richtig reingejietet. Nur zwei unzufriedene Kunden. Ja, man braucht echt noch mehr Angestellte. Das geht ja gar nicht klar. Uiuiuiui. Das war intens. Puh. Gucken, was hier die Farm macht. Brauchen ja immerhin Reis. Und dann wollte ich noch die Seedings machen. Oh. Okay, sieht doch alles gut aus. Warum ist der Nährstoff so schlecht? Okay, der Reis kommt. So, dann machen wir jetzt das mit den Korallen und dann abends machen wir noch das Foto und machen die Dorfbewohner happy. Today's to-dos. Und erstmal gucken, wie die Party hier abging. Guck mal, wie schön die aussehen, die Sushis. So, Belohnung. Fehlt mir noch Diamant. So, was geht hier? Okay, wächst. Ich hätte jetzt gerne mal nochmal Pimp gemacht. Mehr Kiste. Jedenfalls mehr. Mehr Gewicht. Und das können wir auch machen, geil. Mehr Luft, mehr Gewicht, mehr alles. So, jetzt holen wir uns die Qualle. In einem Tag kommt der VIP, Leute. Druck. Was brauchen wir eigentlich davon? Rippenqualle, eine farblose, durchsichtige, leuchtende Qualle. Sie hat flügelartige Ausstülpungen. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall mal diese Kelchkoralle
und die andere Mission steht irgendwie gar nicht drin. Mit dem einen, der krank ist. Der Wal ist wieder da. Hello. Bitte friss mich nicht. Der will was, ne? Da würde ich nie so ruhig bleiben. Lass bitte einfach nur den Mund zu und friss mich nicht. Ich glaube, er will mir etwas mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie befragen. Okay. Gut. Wie dem auch sei. Lasset uns weiter nach unten gehen. Ich sollte echt mehr von diesen Fischen unten eliminieren. Jemand, der muckt, wird auch mit eingepackt. Lieber dem Wal Hallo sagen. Nice. So, dann mal wieder ganz schnell nach unten und gucken, ob wir irgendwo diese anderen... Von dem brauche ich doch noch ein bisschen was, oder? Die gucken auch so aggro. Die gucken auch so wütend. Reißspitzen. Ah, der Kopf ist gut. So, okay. Wie viel Platz ich jetzt habe. Geil, geil. Wo waren denn nochmal diese Heilkräuter für diese... Die waren ja schon unten auch wieder, gell? Ganz unten eigentlich. Der nervt mich irgendwie, aber irgendwie schmeckt er auch gut. Boah, richtig reingerotzt. Schwach, Schwächling. Und wie viel ich jetzt einfach mitnehmen kann, es juckt mich einfach nicht mehr. Yay, noch schneller Boost. So, dann geht mal der Boost nach unten hier. Jo. Die Luft nehmen wir uns mit. Kann es sein, dass die Werkzeugkisten, die Farben, irgendeine Bedeutung haben? Ich hoffe, dass ich irgendwann so schnell bin wie hier. One day. Ich freue mich auch auf die Gamescom. Ich hoffe, ihr kommt. Oh, den nehme ich auch mit. Der war köstlich. Ow, that hurt. Oh shit, jetzt sind es zu viele. Au, 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 hau ab. So. Du blöde Sau, hättest fast alles kaputt gemacht. So, das wird jetzt richtig schön ins Gehirn reingeheatet. So, Schnauze jetzt. Wie er da hängt, ne? So, what a day. What an exhausting day. Gib mir dein Schweinefleisch. So. Und es war, als wäre er nie da gewesen. Cool, ich habe was Neues bekommen. Eine Haifischflosse. Diese Korallen für diese eine, die krank war, die waren doch da auch in der Gegend. Das muss ich dann aber auch wieder erst Banshu geben. Halt die Frage. Die anderen, die waren so weit unten. Wie viele Stunden? Ich glaube, es müssten jetzt 9 sein. Oder so. Glaube ich. Yay.
Sollte auch bald mal meine Waffe wieder pinken können. In my right. Blaues Loch, tief. So, irgendwo hier müssten auch diese Korallen für diese Heilung sein. Diese Heilkräuter. Die ich auf jeden Fall hier letztes Mal eingesammelt, oder nicht? Wisst ihr das noch? Da, genau. Yes, exactly. War das nicht auch hier unten noch überall? Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Ne, hier war nichts mehr. Dann gehen wir jetzt mal hier runter. Ist natürlich einfacher, wenn wir diese Skelettdinger da einfach holen. Aber da müsste eigentlich auch noch die letzte hier unten irgendwo sein. Ah ne, da war ja das. Genau, muss ich nochmal hoch, weil hier war die nicht. Hier habe ich die dann irgendwo geholt für die. Yay! Hier unten gehe ich jetzt lang. Das ist echt ein Suchtgame, also macht echt Bock. I love it. Love it! Genau, da ist die letzte. Für die Heilung. Oder war das die Kelchkoralle, die sie braucht? Nee, das war das für die Heilung. Und da unten sind jetzt die Knochen. Genau, da wollte ich hin. Hm, machen wir erstmal meinen Turbo leer. Da sind die nämlich. Und da sind auch wieder diese dummen, viel zu starken... Krabben. So. Kelchkoralle. Habe ich jetzt alle Kelchkorallen oder fehlt mir noch eine? Jetzt noch weiter runter. Genau, dann komme ich ja wieder zu denen. Habe ich jetzt alle Kelchkorallen? Wo sind denn meine Aufgaben, meine To-Dos? Also Kollege, ne? Jetzt wird hier mal bitte nicht rumgemuckt. Du machst mit den Bomben... Ah, mit den Bomben. Ah, okay. Ich glaube eigentlich fast, dass ich jetzt alles hab, oder? Oh, brauche ich nicht. So viel Sachen eingesammelt. Ich glaube, dass wir die Steine irgendwann auch brauchen. Wir werden uns nur ärgern, wenn wir sie dann nicht mitnehmen. So, dann gehen wir mal hoch. Oh no, leave me alone. Leave me alone! Verdammt.
Okay, bra, go away. So, dann würde ich jetzt langsam mal mich verpieseln. Kann noch tiefer, ne? Das ist ja crazy, wie tief das einfach geht. Ich glaube, hier ist jetzt sowieso deren Dorf. Kann ich da gleich hin. Hau ab! Hau ab! Ich schnorchel gern, weil ich glaube, unter Wasser... Weiß nicht, ob ich da zu sehr Schiss hätte, ganz ehrlich. Ich finde das irgendwie gruselig. Es ist, glaube ich, schön, aber es kann auch echt gruselig sein. So, haben wir auch mal einen pazifischen Fächerfisch. Den wollte ich schon immer haben. Oh, und die nehme ich auch alle mit, weil die können ja ein extrem teures Menü bedeuten. Ich kann so gern mit der Sniper abballern. Raus. Oh, schon tot. Du bist ja erbärmlich. Cool. Dann gehen wir mal Mission abgeben. Ich hoffe, ich bin hier schwerelos. Ich bin immer noch schwer. Ah, cool, ich habe das für sie. Da kann ich noch im Schneckentempo hingehen. Dann haben wir nämlich das Vertrauen der Dorfbewohner. Haben die Mission gemacht. Und dann würde ich gerne noch das mit den Rochen machen. Verstatt habe ich durchgesucht, nachdem ich es bei dir sah. Echt? Ich möchte es auch noch unbedingt weiterspielen. Das war so gut. Bitteschön. Ich würde auch gerne von euch Menschen hören, also schau ab und zu mal vorbei. So, Vertrauen ist voll. Korallenkelch benutzt. So, Vertrauen ist voll. Kehre zu Tenzin zurück. Jetzt gehen wir erstmal nach oben. So. Okay. Rot. Dim, dim, dim. Yay. Yay. So, irgendwas hat sich doch hier gerade getan. Wahlschreie. So, erstmal hier. Was war da jetzt? Oh, das kann ich jetzt herstellen. Das ist nämlich richtig geil. Eisenerz brauchen wir für die Sniper. Die soll richtig gut sein. Da kann man drei Fische gleichzeitig abknallen. Sehr, sehr gut. Dann wollten wir ja einfach mal die hier nochmal anrufen, die Ellie. Hm, was passiert hier? Ein Buckelwal ist im blauen Loch aufgetaucht. Ich glaube, er will etwas mitteilen. Ich habe seine Schreie aufgezeichnet. Hör mal. Hm, es klingt, als suche er nach seinem Kind. Kind? Ja, sein Kind muss sie irgendwo verwirrt haben. Willst du mir helfen? Falls du das Schreien eines jungen Wals hören solltest, kannst du mir dann Bescheid geben? Ja klar, ich kann das nicht einfach ignorieren. Süß. So. Genau, jetzt würde ich gerne nochmal einfach fischen. Oder wir gehen mal nach unten zu dem Dude. Das zählt ja als zweiter Tauchgang, glaube ich, oder? Ja, Nachmittag. Gehen wir zu dem, reden mit dem und dann gehen wir abends nochmal diese Rochen fotografieren. Ich bin endlich wieder leicht. Finally, I'm leicht. So, die werden uns jetzt sagen, was das Problem ist. Mhm.
Es scheint, als würden die Dorfbewohner dir ziemlich viel vertrauen. Zunächst möchte ich dir für alles danken, was du für das Dorf getan hast. Es scheint, als wären alle freundlicher. Ich vertraue dir noch nicht ganz, aber wir können momentan jede Hilfe gebrauchen. Lass mich dir ein wenig über das Dorf erklären. Hast du den Baum im Zentrum des Dorfes gesehen? Ja, er war riesig und mit Eis bedeckt. Ja, wir nennen ihn den göttlichen Baum. Wir nutzen die Früchte dieses Baums als Energiequelle. Die Wurzeln des Baumes reichen weit unter den Grund und nutzen die geometrische Wärme und Energie zu erzeugen. Weil die Früchte aus dieser Energie entstehen, gibt es einen riesigen Gletscher unter diesem Baum, als unter dem Dorf. Ein Gletscher auf dem Meeresgrund? Ich habe so etwas noch nie gehört. Aber in letzter Zeit ist die Hitze, die aus den Tiefen der Erde kommt, heißer geworden. Sie lässt das Eis langsam schmelzen. Mit der steigenden Temperatur des Baumes werden auch immer mehr Dorfbewohner krank. Wir beten weiter zu König Long, aber wir wissen, dass die Dinge nicht so einfach sind. Wir müssen den Gletscher unter der Oberfläche überprüfen. Weil wir uns so lange nur auf die Landwirtschaft verlassen haben, besitzen wir nicht die Ausrüstung und die Technologie, um dort unten nachzuforschen, so peinlich das auch ist. Deshalb habe ich dir gesagt, dass wir die Hilfe der Menschen brauchen. Ich muss zugeben, dass es jetzt unsere einzige Option ist, meine Tochter. Wie dem auch sei, ich weiß, dass es eine schwierige Aufgabe ist, aber würdest du uns das Gletschergebiet unterhalb des Dorfes prüfen? Das klingt wirklich sehr gefährlich, aber gut. Auch an der Oberfläche hat es vermehrt Beben gegeben. Vielen Dank, wir werden dich auf jeden Fall irgendwie entschädigen. Du brauchst den Schlüssel für die Gletscherpassage. Der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Tenzin, als wir die Gletscherpassage versiegelt haben, haben wir den Schlüssel in die verlassene Höhle gebracht. Weißt du noch? Oh ja, du hast recht. Ich spüre, dass irgendwas schon wieder nicht stimmt. Mensch, bitte geh los und hole den Schlüssel zur Gletscherpassage aus der verlassenen Höhle. Zuwam wird dich dorthin bringen. Das ist doch nicht gefährlich, oder? Haha, dort ist seit einem Jahrhundert nichts mehr passiert. Seit 100 Jahren hat sich niemand mehr da reingewagt. Nun ja, wir müssen herausfinden, was in der Gletscherzone ist. Los, bevor es zu spät ist. Es ist schon zu spät. Also komm morgen wieder, wenn die Sonne aufgeht. Suwam wird dich auf dem Weg begleiten. Oh Gott. Aber es ist geil. Es ist geil. Die Aufgaben machen Spaß. Und man ist immer wieder hyped. Sollen wir das mit den Rochen jetzt machen? Yay. Rot. Dann verpassen wir wieder die Hälfte vom Restaurant. Aber sind ja morgen dann eh wieder Vollzeit da. So. Schließe den Tag ab und bereite dich auf Banjos Sushi vor. Kann ich nicht den anrufen? Es geht niemand ran. Okay, dann muss ich das jetzt einfach selber machen, ne? Weil die Aufgabe steht halt gar nicht mehr drin. Ist die so wichtig? Ich lasse die jetzt nochmal weg. Der VIP heute. Ne, in einen Tag. Das heißt halt die Frage, gehe ich jetzt und mache das mit den Rochen? Ja, komm, machen wir mal. 20 Meter Tiefe, ne? Rippetqualle. Also hier eigentlich irgendwo. Was brauchen wir nochmal? Blei, ne? Für die Sniper. Also hier irgendwo, oder? Den will ich gerne ermorden. Schön auf den Rücken schießen. Mehr Fläche bedeutet mehr Angriff. Oh shit. Morene, lass mich. So, okay, jetzt bist du dran. Keine Sorge, du kommst auch noch dran. So, let's go, komm. Boah, wie stark ist die denn? Come on over to my place, my place, my place. So, wo finde ich bitte... das mit den Rochen jetzt. Nicht tiefer als 20. Ach so. Dann nochmal hoch. Aber wann? Woher weiß ich wann?
ganz schön anstrengend. So. Ich weiß halt nicht, ab wann ich das irgendwie machen kann. So weird. Dann hätte ich jetzt halt, wäre ich jetzt nicht tauchen gegangen. Ah, hier, oder? Das sieht nach Beleuchtung aus. Ah, die Haie müssen sie umgestoßen haben. Ich muss sie aufstellen. Ach, da war das doch. Okay. So. Spotlight. Oh, wo muss denn die hin? Muss die da rüber oder wo muss das Licht hin? Darüber wahrscheinlich. Ah, an den Generator. On the generator. Bam. Look at this. Sehr gut. Mit Beleuchtung sieht es viel besser aus. Ich sollte Plankton anlocken. Sie mit Plankton anlocken. Okay. Let's go, Leute. Ich mache jetzt einen Perfect Shot. Oh, schön. So, ich sehe glühende Würmer. Ah, die Mantarochen werden nicht kommen, wenn ich hier bleibe. Ich sollte mich hinter dem Felshaufen dort drüben verstecken, bis hier jemand auftaucht. So, let's go. Schön! Wow, toll. Oh, da ist wirklich ein Mantarochen. Ich muss Abstand halten, um ihn nicht zu vertreiben. Mache das Foto. Aber wie? Ich soll doch Abstand halten. Jetzt ist er gegangen, oder? Ich bin zu nah gekommen. Die glühenden Würmer, sie sind alle verflüchtigt. Nein, ich wollte doch ein Foto machen. Shit. Nein. Und jetzt? Neustart auf jeden Fall. Gott, ich dachte, ich muss nochmal... Okay, so. Wie mache ich das denn? Der frisst die ja jetzt. Jetzt hin, wenn er mich nicht sieht. Jetzt. Shit. Hä? Checkt das jemand? Wie das gehen soll? Von unten vielleicht. Ah, okay. Bäm! Misserfolg. Mantarochen, aber der ist doch drauf. Shit. Hab's verkackt. Oh, er kommt nochmal. Okay. Nein, ich glaube, er kommt nicht nochmal. Doch. Oh, jetzt bist du unscharf. Nochmal. Verdammt. Okay, ist gar nicht so easy. Yes, okay. Also ich lasse mit der Fotografie. So, sehr schön. Mission complete. Pretty, pretty, pretty. Just a little bit. Mit den Volk da unten, wie war jetzt da die letzte Sache? Wie bin ich jetzt mit denen verblieben, dass ich Sachen sammle, ne? Oh ne, ihr geht mir so auf den Zeiger. Ich will euch gar nicht haben. Ja, komm, why not? Oh. Why not? Der Respekt bekommen hat der andere. So, jetzt habe ich einen Katana. Die armen Fische. Ich hätte gerne noch so einen richtig fetten Fisch, den ich nochmal mitnehmen kann. Ja, oder eine Moräne ist auch okay. Komm, Moräni. Komm, Moräni. Boah, ich würde so durchdrehen, wenn mir so eine in den Haxen beißen würde. Ey, jetzt sei mal nicht so anspruchsvoll, ey. So. Eingesackt.
Gibt's hier unten noch irgendwas Interessantes? Kurkuma, dass es diese Gewürze auch nur unten gibt immer. So, komm, mein Freund. Dich sammle ich auch noch ein. Kommt jeder mal an die Reihe. So, ich glaube, weiter runter geht da gar nicht. Und weiter unten ist auch gar nichts mehr irgendwie. Außer die dummen Dinger. Mal richtig Bock auf so einen schweren Gegner. Das hört mir nicht oft aus meinem Mund, ich weiß. So, weiter runter gehe ich ja dann nicht mehr. Echt nur Barracudas nachts unterwegs. Die gehen auch nicht schlafen. Bin ich eh voll. Beziehungsweise fast. Ja, gibt nichts mehr Interessantes. Dann gehe ich jetzt mit der Rettungskapsel gleich hoch. Wenn dem so sei. Weil hier kann ich nicht runter. Wegen dem Restaurant. Ja. Schade, Banane. Okay, dann halt nicht. Ja, also irgendwie glaube ich, ist abends interessant für Haie. Oder solche Ludacrisses. Aber ansonsten ist es eigentlich echt öde. Komm, dann nehme ich den jetzt noch mit. So, und dann haut der andere direkt ab. So, und dann gehe ich mit der Rettungskapsel hoch. Okay. Na gut. So, jetzt müsste ja als nächstes auch noch der Reis fertig sein, dann morgen. So, Rettungskapsel ab ins Restaurant, meine Freunde. Druckentlastung. Ja, schau dir das Foto an. Das ist der Mantarochen. Schau, wie majestätisch er aussieht. Ich habe Tränen in den Augen. Das war ein Scherz. Unsere Redakteure werden dieses Foto auf jeden Fall lieben. Du bist ein Held. Wir sehen uns. 1000. Geil. Voll die gute Belohnung. Nice. Nachtfotopunkt. Gut, dann gehen wir zu Banjo. Der wartet schon. Sushi. Ich mache nochmal geiles Sushi drauf, um nochmal richtig Cash zu machen. Und dann können wir am nächsten Morgen... Oh, schön. So, gucken wir mal, ob wir nicht mal unsere Leute hier ein bisschen aufpimpen, dass sie einfach mal ein bisschen Erwerb kochen. Boah, das ist hier richtig gut. So. Okay. Eigentlich sollten wir fast noch jemanden einstellen, meint ihr nicht? Wir brauchen mehr Leute, die servieren. Okay, dann machen wir nochmal die Karte ready. Kann ich die veredeln? Den Seeigel. Yes, let's go. Können wir den gleich nochmal veredeln? Yes, vielleicht nochmal. Nee. Den hier können wir auf jeden Fall machen. Let's go. Nochmal. Dann packen wir nämlich den direkt einmal auf die Karte. Auto kochen. Yes. Das machen wir auch nochmal drauf. So, teure Sachen müssen drauf. Moränen-Sushi. Okay. Da, den kann ich richtig hochpimpen. Ach, gar nicht so.
den kann ich pimpen. Und dann packen wir den direkt auch mal drauf. Sushi, das ist auch nicht schlecht. Können wir auch gleich nochmal veredeln. Der ist auch ganz gut. Den packen wir dann auch drauf. Und dann... Das packen wir jetzt auch noch einmal drauf. Es war nur einmal, aber hey. So, dann machen wir... Können wir den nochmal veredeln? Yes. Machen wir den auch drauf. Und hier... Das können wir auch nochmal pimpen. Ist aber eigentlich auch schon ganz schön gut. Den mache ich jetzt und dann hole ich mir ein paar mehr. Der ist auch ganz gut. Den pimpen wir auch nochmal. Und dann packen wir den auch drauf. So. Auto kochen, let's go. So, yeet. Yeet! Open, let's go. Okay. Schnell, 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 schnell. So, fang an zu kochen. Wir wollen alle erstmal nur trinken, ist gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird wieder so ultimativ stressig. Hilfe! Da hinten schon wieder. Und ich habe so schlechte Ausdauer. Kann ich nicht an meiner Ausdauer mal irgendwas verbessern? Gut, ich bin halt nur unter Wasser schnell. Aber jetzt läuft es irgendwie besser. Oh nein, da hinten. Unglücklicher Kunde. Oh Gott. Mach mal hier frei. Sonst kommen weniger Gäste, wenn hier nicht aufgeräumt ist. Was ein stressiger Job, ey. Ohne Wasabi wird nicht mehr gekocht. So, fertig. Yes, das war gut. Puh, ey, der Arme. Yes, look at this. Nice. Nice, nice, nice. Die Maki ist voll gut. Die ist echt... Puh, es ist Zeit für meinen Feierabend. Ein guter Meister zu werden ist ein steiniger Weg. Ach, der ist es. Geil. Den ganzen Uwu-Girls. Das Kissen, ey. Geil. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Duff träumt von heißen Rhythmen. Drücke die Tasten, um den Hit und den Cursor zu erreichen. Verwende, um deine Hand auf- und abzubewegen und die grüne Note zu treffen. Nach rechts und links für lauten Applaus, wenn eine orangefarbene Note erscheint. Jetzt ist es deine Zeit für den Beifall, um Gottes Willen, was? Okay. Geil. Das ist geil. Ich hoffe, es ist kein Copyright. Es geht ja richtig steil. Ist das geil, ey. Hab voll Bock. Muss mal mitmachen. Oh Gott. Oh Gott, das ist ja richtig anstrengend als Zuschauer.
Würfel ist zu viel für mein Gehirn. Boah, ist richtig anstrengend gewesen. Holy moly, ey. Geil. Das war geil. Nee, ich bin fertig. Geil. Oh Gott, ey. Was bringt das? Ist er dann gut drauf am nächsten Tag und ich kann dort geile Waffen kaufen? Oder wofür war jetzt dieser feuchte Exkurs? Verlassene Höhle. Ach stimmt, wir müssen zur verlassenen Höhle jetzt. Das war das. Und der VIP-Besuch kommt. So nebenbei. Hänschen bat mich, ihm den Schlüssel zur Gletscherpassage zu bringen. Ich muss zum Platz des Seevolk-Ältesten zurückkehren. Nice. Viele Sachen, die anstehen. Oh, der Reis ist schon ausgewaschen, erwachsen. Komm bei der Farm vorbei. Geil. Goal. Reis ernten. Yay. Weg damit. Yay! Aber kann ich direkt nach dem Abernten sofort neuen pflanzen? Ach, nun ja, der Boden muss sich erst etwas erholen. Du musst einen halben Tag warten. Jedenfalls sollte Reis diese Qualität in Regisseur zufriedenstellen. Dann sollte ich ihn zu Banjo bringen. Danke. Komm hin und wieder vorbei, um das Land zu bearbeiten. Cool. Die Fische in der Farm, da bin ich irgendwie noch nicht so ganz d'accord mit. Ich check das noch nicht, warum ich da Fische reinpacken soll, weil ich tue doch selber so viel Fischen. Also so viele Fische können da gar nicht entstehen. Dave, hast du die E-Mail gelesen, die du gerade bekommen hast? Hier steht, dass es bald eine Thunfischparty geben wird. Genau, und Thunfisch ist der beste Freund von Sushi. Wir können sie mit gutem Gewinn verkaufen. Ich habe schon lange keinen Thunfisch mehr im blauen Loch gesehen. Jetzt beginnt die Thunfischsaison. Mit dieser Party können wir ein Vermögen verdienen. Aber es ist nicht schwer, Thunfisch zu fangen. Ich habe gehört, dass sie sehr schnelle Schwimmer sind. Deswegen sind Investitionen notwendig. Am Nachmittag bringe ich ein Gerät mit dem man Thunfisch fangen kann. Geil, Toni. Du hast dein Restaurant über dein Handy verwaltet, das ist ziemlich genial. Ich kenne mich mit der neuen Technologie nicht aus, warum nutzt du nicht die Verwaltungs-App? Okay, ich dachte, ich musste ihm eigentlich sagen, dass ich... füttern. Ich dachte eigentlich, ich muss dem, jetzt den Reis geben. Irgendwie hat er den scheinbar schon. Ich wollte es mir aber geben. Okay, gucken wir mal, was hier in Cookstar geht. Da ging ja die nächste Party auch ab. Da passiert gar nichts mehr. Doch, hier wurde was geliked. Sehr schön. Okay. Dann möchte ich einmal mich pimpen. Kann ich gar nicht. Und was geht hier? Da konnte ich doch irgendwas herstellen. Da. Eisenerz müssen wir noch holen. Eisenerz. Also, wir müssen Eisenerz holen. Hier ein Thunfisch-Event. Der VIP kommt heute mit zu den Dorfbewohnern runter. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Heißt, ich freue mich schon sehr auf die nächste Episode. Es wird richtig geil. Ich liebe auch allein schon diese Atmosphäre. Und über Tipps und Tricks würde ich mich wie immer sehr freuen. Danke, dass ihr mich bei diesem wunderbaren Game begleitet. Und dann sehen wir uns. Über einen Daumen nach oben, Abo und einen Kommentar. Würde ich mich wie immer sehr freuen.